Wir sind Diamond Mon. Los geht's. Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Nuzlocke mit Ilias und mit mir. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, um mit euch Pokémon Nuzlocke zu spielen. Wir sind gerade in Dukatia City. Wir haben letztes Mal, kleines Recap, Dukatia City erreicht. Mhm. Fast keine Pokémon gefangen, weil wir sie alle besiegt haben. Aber wir haben Radikal jetzt. Wir haben ein bisschen gegrindet. Wir haben unsere Ratte, wir haben die Ratte Gunnar. Die Ratte Gunnar. Die sich relativ gut geschlagen hat. Hey, und auch eine, ich habe schon gehört, ist sehr wichtiges Pokémon bei uns im Team. Hat auch eine sehr große Fanbase. Mhm. Wenn wir nämlich auf Twitter gehen, oh Moment, ich muss mich kurz einloggen. Da hat nämlich der Rocket Beans Account Rocket Beans TV. Ja, es wurde eine Umfrage gestartet, wer euer Lieblings-Pokémon ist in unserem Team. Ey, wo ist die Umfrage? Warte, weiter runter scrollen, weiter runter scrollen, weiter runter scrollen. Da haben wir es doch. Alter, Lingshi 2 und Gunnar leisten sich einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Krokeil, nicht so beliebt wie Annette, die überhaupt kein Pokémon ist. Ich hab natürlich. Und aber belästigt. Ich hab ein bisschen. Ich hab auch für Annette gestimmt hier. Ich hasse dich. Ja, aber Annette gehört mittlerweile zum Team. Ich finde ich ganz schön. Visa-Fans drauf geachtet. Hey, Visa-Fans represent. Ja, Mann, Visa-Fans. Wir sind am Start. Ja. Das ist unser. Visa-Fans ist unser Poké-Wiki. Ja, ist unser Poké-Wiki. Wir bekommen dafür übrigens kein Geld. Wir finden sie einfach nur cool. Die sind einfach geil, ja. Ich mag das, Entschuldigung, übrigens, dass ich hier ständig rumschniefe oder meine Stimme so komisch ist, aber ich bin nach wie vor krank und versuche meine Mission nachzugehen, die komplette Firma hier anzustecken. Ja, das heißt, nächste Woche bin ich der schniefige Typ und du wirst dann hier alles machen. Aber das ist hoffentlich bald vorbei. Ich trinke sehr viel Tee und das wird schön und ich glaube auch, dass zu diesem Rehabilitationsprozess Gesundheitsprozess, dass auch ein Erfolg in Pokémon Nuzlocke eine große Rolle spielen wird. Ich hoffe, dass das eine große Rolle spielen wird. Unser nächstes Ziel ist noch nicht die Arena-Leiter. Nein. Arena-Leiterin. Die Arena-Leiterin von Dukatia City, sondern die versuchen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter zu grinden. Genau, denn das ist unser großes Problem gewesen. Wir sind immer so druckmäßig von einer Mission zur nächsten gegangen. Wir wollten nicht grinden, was eigentlich wichtig wäre. Und sind, glaube ich, dementsprechend dann auf die Schnauze gefallen. Weil unter anderem unsere Strategie nicht so gut war und unter anderem, weil unsere Pokémon nicht stark genug waren. Ja. Sie müssen halt stärker werden. Wir werden heute wieder ein bisschen grinden. Wir haben bis 8:30 Zeit. Ich würde sagen. Echt? Ja. Und wir gucken mal, was. Vielleicht finden wir noch eine Route, wo wir Pokémon fangen können. Ja, das finde ich. Wir sind ja gerade auf dem Weg zum Käfer-Event. Käfer-Event findet gerade nicht statt, aber vielleicht finden wir da irgendwie noch einen Weg, irgendwo anders ein Pokémon zu fangen. Ja. Okay, wir, du hast den Controller. Ich hab den Controller, ich gehe da mal los. Ah ja, hier, represent. Ja. Puh, Diamond Mon. Moment. Hier. Never forgetty. Bald nicht im Rocket Beans TV Shop. Genau. Okay, lass uns mal kurz uns einen Überblick verschaffen. Wer ist in unserem Team? Genau, Übersicht. Wir haben Gunnar, unsere Ratte. Dracaris, unsere Feuerratte. Lingshi, besser als Xerox. Und Krokeye. Okay, 19, 23, 19, 12. Ich würde, glaube ich, Krokeye mal nach vorne packen, damit wir den mal ein bisschen hochleveln. Und ich bin hier von dem Trainerkampf schon zurück ins Pokémon Center gegangen, weil wir vergiftet waren und uns wieder hierher gebracht, damit keine Grindzeit. Ich glaube, wir haben einen Trainer übersehen, oder? Oder übergangen. Sein? Ich guck mal. Ja. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Ja. Du bist ja aus Versehen am Ende hier in seine Freundin reingeraten. Wir haben schon, du hast schon Panik geschoben, dass es ein Doppelkampf ist. Ja, genau. Aber alles gut. Doppelkampf. Ach, Sepa. Krokeye. Ja, ist Krokeye. Krokeye kann das auch alleine. Sondersensor? Mit einer schönen Stab-Attacke. Stab ist wichtig. Ja, aber Stab ist. Kopfnuss? Ja. Ich weiß es noch nicht. Was für ein Typ ist Krokeye? Krokeye ist noch normal. Normal Feen-Typ, oder? Ach, du kannst ja mal nachschauen hier, Bisa-Fans. Schön bei Bisa-Fans hier. Okay, Togepi. Mach mal Sondersensor, vielleicht macht das ja mehr Damage als jetzt Kopf. Togepi ist folgender Typ: Feen-normal. Feen-normal, ja. Würde das dann bedeuten, dass
du eine Fee-Normal-Attacke brauchst. Gibt's das überhaupt oder würde schon Kopfnuss reichen für den Stab? Ich glaube, der Typ Normal gibt's. Jede einzelne Pokémon-Attacke. Das ist einfach. Ja. Aber Kogai schlägt sich gut. Ja. Ich glaube, der Feen-Typ, den gab's erst mit Pokémon XY. Mhm. Der wurde dann eingeführt, um Drachen zu countern, weil Drachen bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja OP waren. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, dass super viele Leute auch im Chat und auch in den Kommentaren im Forum nochmal ganz klar gesagt haben, dass Togepi oder Krokei definitiv ein Kandidat ist für die Zukunft und dass man da nochmal ein bisschen Zeit investieren sollte. Mhm. Und Erfahrungspunkte, um den halt so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Genau. Ich habe hier auch noch was Wichtiges aufgeschrieben. Das war eines der Top-Kommentare unseres letzten Videos. Ah, sehr gut. Hab hier sogar ein Post-it. Ins Kaufhaus gehen und TM54 kaufen. Trugschluss. Trugschlag. Trugschluss habe ich jetzt gesagt. Okay. Das ist Kannst du mal hier gucken. Das ist ein Sonderbonbon, oder? Das hier ist ein Level-Up plus Zuneigung von mindestens 220 Punkten. Wie kann man das denn herausfinden? Wie viele Zuneigungspunkte Togepi hat. Ah, und wir müssen zu diesem Friseur. Naja, dann würde ich mal sagen, wollen wir hier noch die Route ein bisschen abklappern oder gehen wir ins Kaufhaus? Ja, komm, nee, das machen wir. Jetzt hier können wir ja eh keine Pokémon fangen. Aber hier können wir trainieren, weil, guck mal, hier vorne ist noch ein Feuerspucker. Und da ist noch ein Trainer. Und Aber deswegen... Du, Dad. Deine Pokémon sind zu. Hier dürfen wir keine Pokémon mehr fangen. Ja. Route für uns geschlossen ist. Aber deswegen macht Trugschlag, glaube ich, jetzt noch keinen Sinn. Also wir können jetzt hier ruhig weitermachen. Der macht mich nervös. Ah! Wieso? Hau den weg, Mann. Okay. Oh, ich mag die Musik. Oh, und wir müssen noch in den Radioturm. Mm, ja, ja, das Modul holen, damit wir auch dann zu Bianca kommen. Mhm. Das ist gut, oder? What the fuck? Das ist ein fucking Drache. Okay, wir bleiben ruhig. Es ist alles gut, Wirt. Ja, ja, aber ich würde jetzt nicht mit Krokai kämpfen. Lingxi oder Gunnar? Was kann Gunnar nochmal für Attacken? Gunnar hatte Hyperzahn. Ja, Hyperzahn ist, glaube ich, Kopfnuss gut. Kopfnuss hatte er. Biss ist ja unlicht. Ja, komm, lass mal die Ratte ran. Und Ruckzuckhieb. Lass die Ratte ran. Lass die Ratte ran. Jetzt komm. Mach mal ein bisschen 64K-Action hier. Hyperzahn. Bruder! Bam. Alter Gunnar! Oh oh. Ja, kein Ding, kein Ding. Ja, okay. Die, die Ratte macht. Ey, die Ratte. Auf dich, Gunnar. Krokai macht's auch. Krokai, ja, hier gibt's nochmal ordentlich Erfahrungs. Du, Floor! Dann würde ich sagen, dann wechsle ich kurz Krokai rein. Nee, nee, mach mal. Achso, ja. Und Dracarys und dann Lingxi. Oh, Käfer-Pokémon. Ja, boah, du bist so gerissen. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Ja, Mann. Ey, ich sag doch, Lingxi ist unser Mann. Lingxi hat's drauf. Der verdammte Käferbiss, der macht voll viel Damage. Ja. Was ist denn jetzt der richtige Hashtag bei Twitter? Wir haben voll viele Hashtags mittlerweile. Was ist denn das jetzt? Ey, ganz Nass Boys. Nass Boys, es klingt nicht so. Ja, ist nicht so geil. Hat sich nicht durchgesetzt. Also, Diamond Mon finde ich ganz geil. Mhm. Ja? Wir haben dafür auch schon ein Logo. Das spricht natürlich dafür. Und RBTV natürlich so oder so. Süße Boys könnt ihr jederzeit benutzen. Ja, komm, aber bleiben wir bei Süße Boys. Süße Boys. Fuck it. Süße Boys oder Diamond Mon. Oder Diamond Mon. Diamond Mon ist geil. Die beiden haben wir auf dem Schirm. Alles andere wird gelöscht. Wir bleiben jetzt dabei, ne? Wir erfinden jetzt keine weiteren Hashtags. Nein. Hashtag besser als Cherox. Oh, besser als Cherox war ein gutes Hashtag. Nein. Das dürft ihr ruhig unter alle Videos schreiben. Und immer @Ilias. Nein. Willst du mit einem alten Feuerspucker? Nein, wir haben noch schon eine nette. Okay, müssen wir Pokémon heilen? Was denkst du? Zeig mal. Lingxi ist ein bisschen angeschlagen, ne? 22 Schaden, hat ein bisschen Säure abbekommen. Krokai hat einen Schlag abbekommen. Nee, würde ich noch nicht machen. Okay, dann kämpfe ich jetzt gegen den Psychotyp hier? Ja. Okay. Let's do this. Ach, Cherox kriegen wir noch sowieso. Also irgendwie. Irgendwo. Oh, oh.
Der hat ganz schön viele. Oh, shit. Hihihi, Level 2. Level 2? Wir müssen ganz dringend dieses Metronom da wegbekommen. Ja. 15 Erfahrungspunkte. Klimplim. Aha. I remember. Das ist nichts. Die hat einfach nichts gemacht. Bell konnte nicht mal leveln. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir wechseln, weil jetzt kommen die Stärkeren. Venoflubis. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist diese Fliegenfalle. Ja, die Fliegenfalle. Okay, komm. Lingxi in your area. Ja, Lingxi ist ein bisschen angeschlagen. Müssen wir aufpassen, ey. Ja. Aber er ist Level 10. Das. Na komm. Komm, Käferbiss. Ah! Jetzt gib ihm einen schönen Käferbiss. Brr! Ja, Mann. Lingxi ist Boss. Entschuldigung. Ja, kein Ding. Pflanze ist Gift, wird hier geschrieben. Gähner. Gähner ist gut. Dann können wir Pokémon fangen, ne? Ja. Wollen wir das Metronom wegmachen? Ja. Metronom ist. Diese scheiß Anime-Abpacke. Ja, hier fragen. Oh. Hier haben einige geschrieben, Metronom ist unsere. Ist unsere Lebensversicherung. Ja, ist unser Last Resort. Das ist komm. Die Gefahr für Explosionen ist da. Shiggy. Da könnten wir. Ja, dann lass die Ratte ran. Wollen wir trotzdem ein Krokei erstmal rein, oder? Mhm. Wir gucken mal, wie stark. Dieses Shiggy ist. Boah, das könnte. Das könnte vielleicht ein. Krokei ist sogar stärker, aber. Ich gehe auf Nummer sicher und lass Gunnar den Vorrang. Mhm. Aquaknabe. Ja, ist okay. Ich hätte nie gedacht, dass ein Radikal so hilfreich sein kann. Ja, also vor allem jetzt hier noch im Early Game ist das halt schon heftig. Also Radfratz und Radikal sind Pokémon, die ich halt einfach gefangen habe und dann komplett ignoriert. Ja. Hast du mir deine Nummer gegeben? Ja, oh je. Nee, aber du kannst liken, kommentieren und followen. Aber Nummern teilen, sorry. Okay, hier haben wir, glaube ich, alle Trainer gemacht, ne? Folgt uns auf Pokégramm. Ich glaube, in der Nähe der Pokémon-Pension ist noch ein Typ, den wir nicht bekämpft haben, weil zu dem Zeitpunkt noch abends war. Und der kämpft erst, wenn es abends ist. Aha. Aber ich würde erstmal abwarten, weil ich glaube, der ist ein bisschen stärker, weil ich glaube, das war ein Wächter. Oh, oh. Soll ich. Ob bei Bisa-Fan steht, wie was für Pokémon der Wächter hat? Bringt ja nichts mit dem Randomizer. Ja, aber nee. Aber was für ein Level? Wir können ja die Level uns immer noch zumindest ansehen. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier ins Kaufhaus und gucken mal, was es so alles gibt. Ja, guck mal, hier Krokei, was geht? Ja, große Stadt, da bist du mal ein bisschen verwirrt, ne? Wo ist eigentlich das Kaufhaus? Ist es hier? Ja, ich glaube schon. Aber es gibt auch noch die Untergrundpassage, da können wir auch noch hinter kämpfen. Okay, TM54. Hallo, Lady. Na, danke. Wo finde ich hier TMs? Ja, wir gehen jetzt einfach alles durch. Guck mal, wie viel Cash wir auch noch haben. 2020. Hallo, Lady. Haben Sie TMs? Ups. Nee, Sie haben Tränke. Und die andere Lady hat wahrscheinlich Pokebälle. Pokepokken. Ich spreche mal alle Leute an. Mhm. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was sie uns schenken. So einen armen Trainer. Ach ja. Ich bin echt ein bisschen nervös. Nee, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Die letzten Folgen waren halt so intensiv. Ja. Ich fühle mich gerade richtig locker, weil ich weiß, schlimmer kann es kaum werden. Du bist schon. Oi, Telefonanruf. Lyra. Lyra.
Wer ist das? Wollen wir trotzdem mal rangehen? Ja, geh mal ran. Okay, wir gehen mal kurz ran. Slira. Ja, keine Ahnung. Mein Vater sagt, dass du einmal ein großartiger Trainer. Ah, ist das nicht unsere. Ah, unsere Freundin, genau. Ja. Okay. Lyra ist cool. Annette ist nur nervig. Ich hasse Annette, aber ich liebe Annette. Ich bin richtig entspannt gerade und das macht mich voll nervös. Ich bin eigentlich sehr angespannt. Echt? Ja. Ich bin richtig tiefenentspannt. Heute wird mich nichts aus der Ruhe bringen. Echt? Ja, stopf deine Pokémon mit Protein voll. Ja, ja. Das ist aber auch wichtig, wenn wir solche Sachen finden. Proteine, Proteine, Proteine. Hast du das damals mit Rabauts auch gemacht? Nee. Du brauchst ja so bestimmte Werte, damit es sich zur Capoeira weiterentwickelt. Okay. Und deswegen hat man sich halt immer Eisen, Proteine und so gekauft, damit man halt perfekt die Werte hat. Okay. Und dann hat man es einmal gelevelupt und dann kam Capoeira, glaube ich. Ich glaube, so war es, ungefähr so. Das ist eine sehr gute Attacke, guck dir das mal an. Eine zurückhaltende Attacke, die ein kampfunfähiges, die Kampfunfähigkeit des Gegners verhindert. Die mindestens ein Capoeira. Ist das nicht Trugschlag? Ja. Deswegen meine ich ja, das habe ich doch gesucht. Ja, das ist gut. Dann nehmen wir das. Alter, 2000? Ja, Mann. What the fuck? Ey, wir müssen das Ding aber auch weise einsetzen, das Pokémon geben, das nicht irgendwie sofort drauf geht. Also, ja, wir wollen die Ratte sowieso. Natürlich. Kann die Ratte Trugschlag? Werden wir gleich sehen. Gucken wir mal. Ich glaube, das kann jeder. Das ist eine normale Attacke. Das könnte sogar Krokei lernen. Das kann nur Lingxi? What the fuck? Mhm. Naja, die Ratte hat viel zu kleine. Ja, T-Rex-Händchen. Ja. Okay, was machen wir denn? Naja, wir können jetzt natürlich hoffen, dass wir das nächste Pokémon fangen und es obendrein auch so ausgelegt ist, dass es Trugschlag lernen kann. Findest du Lingxi nicht irgendwie? Lingxi, das Problem ist, bei Lingxi ist, dass es. Es ist zwar jetzt ein gutes Pokémon, aber ich sehe da keinen Invest in die Zukunft. Lingxi wird uns, glaube ich, bald verlassen. Alter, sag das nicht. Ey, ich hoff's nicht, aber ich glaube, Lingxi wird uns verlassen. Bald. Aber wenn du dir die Werte anguckst, und es haben tatsächlich auch ein paar Leute schon geschrieben, dass es keine gute Veranlagung hat, dieses Pokémon. Du enttäuscht mich gerade ein bisschen. Ey, mein Herz. Ist bei unseren Freunden. Ja, aber Lingxi ist unser Freund. Ja. Ja. Es gibt Freunde und es gibt Freunde. Oh Mann. Freunde zweiter Klasse, ich sehe schon. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ah ja, nein, nein, nein. Ich bin nur besorgt. Mhm, ich auch. Okay. Wo geht's hier in die Halle? Nach unten, da geht's nach unten. Ah, wir könnten ja theoretisch. Könnt auch ins Casino gehen, Baby! Aber macht das Sinn? Da brauchen wir da noch einen Münzkorb? Ach shit, da war ja was. Herr von Zock. Juckt es dir nicht auch in den Fingern, wenn du jemanden beim Münzspiel zusiehst? Ich glaube, darin steckt der eigentliche Sinn des Lebens. Aber du scheinst einem Spielchen auch nicht abgeneigt zu sein, nicht wahr? Fuck. Beim Münzspiel brauchst du nichts weiter zu tun, als Münzen zu sammeln, wofür du im Gegenzug wunderbare Preise erhältst. Das ist nicht gut gealtert. Möchtest du nicht am Münzspiel versuchen? Oh, komm, Elias, komm. Eine Runde. Kannst du ja mal probieren, eine klar. Runde, Mann. Ja, ja, da haben das ging einfach. Zeig mir, was du kannst. So, ist das hier das gesamte Casino? Habe ich mir auch ein bisschen größer. Also das Casino in Prismania City ist auf jeden Fall deutlich größer. Es war nicht in Prismania City, oder? Doch, so in Prismania City, hast recht, doch. Alter, was geht? Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Ich auch nicht. Oder? Komm, geh mal kurz auf die Spielregeln. Wie man spielt. Okay, drehe die Tafel in dieser Reihenfolge um und erhältst plus 3 mal 1 mal 2 mal 1 mal 3 gleich 18 Münzen. Wenn du nun ein Ende willst. Soll ich mal kurz auf Bisa-Fans gehen, um zu schauen, wie das funktioniert?
besser ist es. Okay, du darfst nicht über 18 kommen, du darfst nicht auf einen Voltoball drauf kommen, so in etwa. 1 bis 3 oder ein Voltoball? Das ist nur in etwa. Und wenn du einen Voltoball hast, dann ist die Runde vorbei anscheinend. Ist einfach ein bisschen zu gezählt. Und du darfst nicht über 18 kommen. Also ist ungefähr so wie Blackjack? Ich hab keine Ahnung, wird. Ey Mann, ich lese jetzt auch gerade nicht durch, ich sehe einfach nur Buchstaben. Ja, wie viel ist jetzt ein paar Tee, das ist mehr Münzen, aha. Ja, komm, wir probieren es einmal. Eine Runde, wir haben nicht so viel Geld, also wir können noch nicht dementsprechend viel verlieren. Aber es hat halt bestimmt so ein Prinzip. Ja, schon, cool. Geil. Gleich ein Voltoball. Alter, wird. Alter, das ist so, als würde ich beim Minesweeper sofort auf die Mine klicken. In der ersten Runde. Alter, wird. Wir gehen nie wieder ins Casino, ich hab nicht. Nee, so komm, einmal noch. Ich will einmal richtig. Nice, okay. Was wollen wir als nächstes? Hier? Dein? Ja. Okay. Ey, da gibt's bestimmt voll das geile Prinzip und wir raffen's nicht. Okay. Wohin? Links, unten, rechts oder wo? Neben der 2, rechts, neben der 2. Hier. Okay. Über die 1. 1, 1 oben drüber. Nein, über die 1! Das sind 3! Das sind 2 Einsen! Ja, aber frag doch, welche 1. So, was haben wir? Haben wir irgendwas gewonnen? Keine Ahnung, ich höre jetzt mal auf. Ja, okay. Okay, Moment, was. Man sieht die Voltoballs. Man sieht, wie viele Voltoballs pro Reihe sind, schreibt Ujira. Okay. Ja. Zahl ist egal, nur auf Voltoball achten, schreibt Black Hand. Okay. Achtet auf die Zahlen. Fangt doch einen neuen Freund. Fangt einen neuen Freund. Das machen wir gleich. Ja, das machen wir gleich. Oh, das ist die Familie von Bill. Antique City ist ja. Das sind auch diese Geishas. Ah, die, was nennen wir? Fächermädchen? Mhm. Genannt? Okay. Okay. Okay, da lungern auch Trainer rum. Der sieht. Oh. Der ist ja verdammt nett. Der will da bestimmt. Moment, waren wir im Poker-Center? Ja. Oh, diese zwielichtige Musik. Ja, der sieht aus wie Pokémaniac. Alter, was Streber. Ist das für ein Pokémon? Ist das ein Pikachu? Das ist ein Robo-Pikachu. Damn. Fifi. Das ist ein Unlicht-Pokémon, ne? Ja. Und ist psychoeffektiv gegen. Ich habe ja hier unsere. Visa-Fans nicht mehr. Hast du gerade geschlossen. Moment. Nee. Also bevor ich hier was Falsches mache, lass ich lieber Ilias nochmal nachschauen. Mhm. Oh je. Oh, jetzt muss ich sie nochmal googeln. Google die einfach. Visa-Fans Elemententabelle. So. Hier Unlicht. Okay. Unlicht ist gut gegen Psycho. Unlicht ist gut gegen Psycho. Okay, unser Pokémon ist kein Psycho-Pokémon. Das ist schon mal gut. So. Ich würde dann einfach jetzt mal mit Kopfnuss angreifen. Oder soll ich wechseln? Nee, komm, greif mit Kopfnuss an. Okay. Ja, geil. Nicht schlimm. Das macht ja, oder? Macht den Stich. Okay, Angriff. Okay, das ist problematisch. Komm. Damn! Geil. Ja, Krokei. Macht sich langsam. Ja, Krokei hier. Stolrak ist Stahl. Stahl? Ja, ich weiß, wie man Stahl schmilzt. Ja, lass mir jetzt heute Krogi drin. Krokei. Bist du sicher? Ja, ja, für die Erfahrungspunkte. Alter, wird, warum bist du heute so risikofreudig? Ja, nee, nur drin, damit hier die Erfahrungspunkte da sind und dann rüberwechseln. Aber Moment, Level 11 hätten wir, glaube ich, auch geschafft. Mit Sondersensor? Ja. Hier, geh auf Nummer sicher. Ich dachte, Feuer ist effektiv gegen Stahl.
Aber wahrscheinlich ist es Stahlgestein. Ja, das kann sein. Oder Stahlboden. Ah, den Fehler haben wir schon mal gemacht, glaube ich. Aber ist egal. Fehler dürfen sich nicht wiederholen. Wird sich jetzt nicht mehr wiederholen. Ah. Streber Ramon. Raymond. Ramon. Ramon. Wollen wir Linkshi jetzt nicht die Attacke beibringen? Trugschlag? Das machen wir noch nicht. Ey, was war rechts? Ich wollte mal kämpfen. Bisschen. Mein Pokémon kommt frisch vom Coiffeur. Oh. Ich zeige dir, wie stark es ist. Komm, wir sammeln ein bisschen Geld für den Friseur. Oh, was machst du denn so nach Feierabend? Pokémaniac, hack auf. Dohai, okay, das ist ein Wasser-Pokémon. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, das ist Wasser und Licht, okay? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ha. Oder Wasserstahl? Kriegst du erstmal eine Kopfnuss. Boah. Ist das nicht eine Geister? Was ist denn Tohaido jetzt genau? Ah, oh, scheiße! Was denn? Seine Haut verletzt Togepi. Ach so, ja, IGP. Ist nicht schlimm. IGP. Ist nicht schlimm. Krokei. Wasser und Licht, ja, ich hatte recht. Unlicht ist stark gegen Psycho, deswegen macht es. Na ja, gib ihm einfach nochmal eine Kopfnuss. Gib ihm nochmal eine Kopfnuss, kriegt ein bisschen Schaden. Ist okay. Bam! Wichtigere Frage ist, wie hat das Tohaido einen neuen Haarschnitt bekommen? Alter, Krokei mag ich voll gerne. Das macht sich gut. Krokei ist richtig gut. Lyra. Okay, gehen. Lyra-Anrufe nehmen wir noch alle an. Ja, nicht mehr. Wenn man unterwegs war, bla bla. Tatsächlich zu Arzt. Ist zu Arzt geworden, kaum zu glauben. Ich warte auf deinen Anruf. Ja. Es ist halt schade, dass die. Geh mal nach rechts. Es ist halt schade, dass die Anrufe halt komplett belanglos sind. Bis hier nicht weiter. Ah, hier ist, glaube ich, Team Rocket. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Okay. Ich glaube, sind. Gibt's eigentlich das Pokécom eigentlich noch in den späteren Spielen? Kann mich gerade nicht daran erinnern. Pokécom. Also jetzt gerade in den neuen, so XY, Sonne, Mond, ich kann mich nicht daran erinnern. Nee, Sonne, Mond, da hast du ja dieses komische Rotom. Das Pokédex-Ding. Ja, ich glaube, das ist so ein Multitool. Weiß es aber auch exakt nicht. Ey, für 300 Ecken. Ja, 300 Pokédollar, neue Frisur. Ja, aber es gibt ja halt auch den richtig krassen Coiffeur. Ja, aber das ist der kleine Bruder gerade. Supporte die kleinen Leute. Ja, aber da bekommt es nicht so viele Sympathiepunkte. Ja, aber wir haben den jetzt nicht. Ich würde den jetzt trotzdem. Na gut. Nee, der andere ist nur zu bestimmten Tagen da. Das macht's nicht besser. Gut. Kriegt unser Togepi, unser Krokei. Ja, gib ihm. Ist er noch geheilt? Bitteschön. Krokei sieht glücklich aus. Krokei, entwickel dich! Er ist unser Freund, okay? Ja, aber entwickel dich doch. Alter, kennst du die Mega-Entwicklung von Tohaido? Es geht ab. Wie ein Torpedo, ey. 10. Okay. Zwielichtigen Trainer hier. Wechselwirkung. Boah, jetzt will er uns hier auch noch belehren, oder was? Ja, kann ich überhaupt nicht leiden. Ist ein Streber, ne? Streber Rolf. Muschas! Ach, Muschas! Hier, kriegst du Kopfnuss. Oder ein Sondersensor? Sondersensor oder Kopfnuss? Ich gebe ihm einen Sondersensor hier. Ein bisschen schwach, die Pokémon hier. Aber das wird sich, glaube ich, noch früh genug ändern. Es ist okay. Es gibt zwar nicht viele Erfahrungspunkte, aber es gibt Geld. Und Geld ist auch wichtig. Mhm. Cursilla. Das ist ein Eis-Pokémon. Eis-Psycho, ne? Mhm. Ja, komm. Ja, machen wir weiter. Hat so ein Baby-Pokémon. Ja. Ganz mit Babys. Bashen wir alle weg. What? Gibt uns aber erstmal schön Klatsche. Volltreffer! Schneller als unser Togepi. Was dieses Baby kann, können wir schon lange. Ja. Alter, 200 Erfahrungspunkte. Unser Baby hat eine Rüstung. Poppins. Ah, das ist, glaube ich, ein Stahl-Pokémon. Hm, ja, I remember. Hat bei Rubin Saphir das eine Rolle gespielt. Das hast du in der Wüste damals gefangen. Okay. Ha, nicht der Fall. Boah. Kugeldreher. Oh Gott. Oh, oh. Ich glaube, das macht 20 Schaden. Oh, oh. Hoffnuss.
Alter. Ich dachte so, das wäre. Das macht 20 Schaden. Ich dachte, das macht 20 Schaden wie Ultraschall, aber gut. Ach, mein Leben. Okay, Plusle. Ja. Das ist dieses Elektro-Pokémon. Ja, komm, mach weiter. Ist das das Rote oder das Blaue? Das Rote. Oh, das ist Rot. Oh. Ja. Gleich ins Center. Das ist mir alles. Irgendwie ist das zu entspannt hier. Das ist irgendwie falsch. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist irgendwie richtig falsch. Ohne Scheiß, das macht mich sehr unruhig. Süß! Nein. Alter, man kann hier richtig gut leveln. Mhm. Aua, aua. Und man bekommt auch solide Geld. Ja, ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Neben Umweg, weil ich den einen Trainer da nicht bekämpfen möchte vorher. Mhm. Ja, Leute, ich bin ein bisschen feige, aber. Ey, du bist nicht feige, du bist vorsichtig. Vorsichtig, genau. Und weißt du was? Das mag ich. So muss es sein. Wir haben schon so viel Shit gesehen, also. Aha. Das darf halt nicht nochmal passieren. Die Fehler wurden gemacht, damit sie in Zukunft nicht mehr gemacht werden. Never forgetty. Lingxi. Lasi. Gucken auf unsere Diamanten. Oh Mann, ey, Lasi. Lasi! Und dann kam er wieder. Er war weg. Das ist, glaube ich, so die traurigste Story, die ich bisher so in meiner Karriere in dieser Firma irgendwie erlebt habe. Ja. Karriere. Oh Gott, das war die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe. Okay. Okay. Bam. Ey, wir sind da noch nicht nach rechts gegangen, ne? Nee, noch nicht, aber ich wollte den hier erstmal zeigen. Wo du das Krokei hast? Wo ich das Krokei habe. Das Krokei hier. Ganz hartes Ding ist. Alter, Fleckmon ist schon ein geiles Pokémon. Ey, Lacho King. Wir hätten einen Lacho King haben können. Ja. Warum haben wir das nicht gekriegt? Ja, weil es das zweite Pokémon ist. Ach ja, okay, ja. Ja, stimmt. Unser Pech. Ach ja, und wir wollen doch jetzt, glaube ich, die neue Klausel noch. Also nicht eine neue Klausel, sondern eine Klausel, von der wir nicht wussten, jetzt in Kraft. Ja, aber also nicht rückwirken, sondern ab jetzt. Ab jetzt einsetzen, und zwar das gleiche Pokémon einfach ignoriert werden dürfen und wir ein neues Pokémon fangen dürfen. Mhm. Also, wir hätten zum Beispiel kein Lingxi haben müssen. Wir hätten ein zweites Lingxi oder ein zweites Lasi. Wäre alles nicht nötig. Ey, Lasi hätte ich auch wieder genommen. Aber Lasi habe ich mit Kusshand genommen. Lingxi war ein bisschen. Oh. Ah, verdammt. Verdammt. Gewaldro. Ja, komm, dann lass mal Lingxi ran. Gewaldro. Aber Lingxi. Lingxi hat sich entwickelt. Wortwörtlich. Ja. Ja, ich bin noch vorsichtig. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass das eventuell auch einfach Xerox hätte sein können. Es ist besser als Xerox. Das weißt du. Es ist besser als Xerox. Ich sag's dir, ey, Lingxi bringt uns in die Pokémon-Liga und macht uns einen Pokémon-Meister. Glaubst du? Ja. Glaubst du wirklich, dass das. Pass auf. Wenn das passiert, ja? Wenn Lingxi. Ja. Wenn Lingxi uns bis zur Pokémon-Liga führt, dann mache ich bei Just Dance mit. Dieses Jahr. Dieses Jahr? Komm, das dauert ja ewig. Okay, dann mache ich auch nächstes Jahr. Dann gibt es ein Just Dance. Da gibt es eine Just Dance-Session. Extra dafür. Mit mir alleine. Ihr habt's gehört. Ihr habt es gehört. Schreit es hinaus. Alle sollen es hören. Alle sollen es wissen. Xerox ist nichts. Aber was passiert, Lingxi, wenn es nicht passiert? Das könnt ihr euch in der Werbung ausdenken. Wir schauen in den Chat und suchen die besten Ergebnisse raus. Also, bis gleich. Welche Bohne bin ich? Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Willkommen zurück, Nuzlocke-Freunde, zu Pokémon Nuzlocke. Und ich habe gesehen,
Es gab sehr viele Vorschläge, was ich machen soll, falls Lingxi stirbt. Aber ich habe die Befürchtung, wenn wir diese Wette jetzt wirklich machen, werde ich sabotiert. Wieso? Du wirst dafür sorgen, dass er stirbt. Nein, 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 Quatsch. Du hast schon gesagt, er ist ein Freund, aber er macht es trotzdem nicht. Nein, ich habe gesagt, er ist ein Freund, aber er ist auch ein Freund. Sowas darf man nicht sagen, sowas darf man nicht sagen zu einem Freund. Wir gucken mal, wenn es soweit ist. Ja. Dann machen wir erstmal weiter. Wir haben alle Trainer im Untergrund besiegt und jetzt sind wir hier an einem Fotostand. Ja, machen wir ein Foto mit unserer Gruppe, oder? Würde ich sagen. Geht das? Ich glaube schon. Mal schauen, wie viele von an diesem Foto dann noch am Ende noch atmen. Alter, das ist das Traurigste überhaupt. Da hältst du das Foto in der Hand. Ja. Und dann hältst du das Bild. Das wäre richtig cool, wenn wir so ein Foto machen könnten. Was? Aber, Uniform von Team Rocket? Ja, mal, ja. Alter. Ey, damit gehen wir jetzt in den Untergrund. Also in diese Team Rocket-Untergrundgeschichte. Was? Oh mein Gott, das ist ja großartig. Das ist unser Team. Und am Ende müssen wir feststellen, oh, alle verschwinden. Das ist ja mega gut. Alle verschwinden, wie bei Zurück in die Zukunft. Eine noch mal dran. Elias, Alter, und vier ist so good. In jedem Computer anschauen. Und es gibt mehrere Stationen, glaube ich, in der ganzen Jotoke-Region. Ja? Ja. Das kenne ich halt nur von Diamant. Nee, nicht Diamant. Doch, Diamant und Perl. Ah, okay. Nee, Moment. Was kam denn nach Diamant? XY. Achso, weil ich doch schwarz-weiß kam danach. Nee, XY, da gab es auch diese Fotomöglichkeiten. Okay. Okay, also wir haben jetzt alle besiegt. Was machen wir jetzt? Wir könnten uns beim Käferturnier da noch ein neues Pokémon fangen. Es gibt zwar kein Käferturnier, aber wir können trotzdem die Anlage betreten, oder? Können wir mal ausprobieren. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Ja, hier, was haben wir hier gehabt? Georock. Ah, fucking Georock. Aber wir haben keinen Trugschlag noch erlernt, ne? Wir haben es noch nicht erlernen lassen. Also gucken wir erstmal, ob das eine neue Route ist, ob wir da überhaupt drauf dürfen. Ja. Es ist eine neue Route. Ja, es ist. Es ist eine neue Route. Ah, hier wollen, glaube ich, auch Leute kämpfen, oder? Ach ja, es gab ja auch den Pokewalker. Stimmt. Mhm. Also, Trugschlag jemandem beibringen oder auf gut Glück jetzt? Ich würde es jemandem beibringen. Ich weiß nicht. Was sagt denn der Chat? Ich habe die Befürchtung, die Pokémon sind hier nicht stark. Was sagt denn Chat? Sollen wir das jetzt Lingxi beibringen oder sollen wir das halt wirklich lieber. Sollen wir warten, bis halt ja, jemand Cooles kommt? Das Ding ist, wir könnten es halt theoretisch wieder kaufen. Ja. Brauchen 2000 Öcken, aber ich glaube, die haben wir auch schon wieder. Lingxi. Warten, schreibt hier jemand. Warten, Lingxi beibringen, warten. Trugschlag, Trugschlag, neuer Freund, beibringen, sind nur 2000, erstmal fangen. Ja, das Problem ist, ich habe die Befürchtung, unsere Pokémon sind für wilde Pokémon mittlerweile viel zu stark. Für die Arena-Leiterin noch nicht stark genug. Ja. Komm, wir machen's. Und wenn es halt hart auf hart kommt, müssen wir es nochmal kaufen. Okay. Was vergessen wir denn da? Gucken wir gleich mal. Wir haben bisher noch keinen Nugget gefunden oder so, ne? Nee. Ja, komm, lass mal Geduld wegmachen. Geduld weg. Und es kann noch Gesang, also es ist eigentlich ein gutes Voraussetzung, ja. Und es ist Level 20 mittlerweile, also pretty strong. Er lernt Trugschlag. Aber wie ist das jetzt mit dem Käferfangturnier? Da kann man ja mehrere fangen. Aber letztendlich dürfen wir nur eins fangen. Also, weißt du? Ja, aber das Käferturnier machen wir ja eh nicht. Das können wir nicht machen, weil ich glaube, heute noch nicht der Tag dazu ist. Ja, es ist Donnerstag. Aber wir können hoch. Mittwoch. Warte, ich spreche mal kurz an. Ach so. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag fahren. Ja, aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch so einen Slot. Einen schönen Samstagslot. Wird. Holy wird, shit. Holy wird, shit. Wird. Du willst mich verarschen. Ach, du meine Fresse, Alter. Ohne Scheiß. Du fucking kidding me. Ich hab echt das Gefühl, dass dieses Spiel uns einfach richtig hardcore trollt. Ey, kannst Boinks nicht weiterentwickeln? Ja, zu Groink.
Hast du das gerade erfunden? Nein, ohne Scheiß, das ist wirklich so. Aber es ist ein Psycho-Pokémon. Ja, es ist wirklich ein Psycho-Pokémon. Trugschlurk. So, und jetzt machen wir Gesang. Geil, nochmal. Boah, come on! Ey, es hat aber Psi-Welle, ist gut. Ja. Das Problem ist, dass wir eigentlich Krogei haben mit dem Element. Kann mach nochmal noch Gesang. Ich kann nochmal Trugschlag machen, dann bleibt das sowieso bei einem KP. Ja, ja, du hast recht. Killt es ja nicht. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja, Trugschlag ist gut zum Pokémon-Fang. Ja. Mann, ey. Ja, ey, überlegt euch schon mal einen Namen für unseren neuen. Moment, Gesang. Doch, komm, wir machen es safe. Du willst keinen Pokéball verschwenden, ne? Nee. Ach, Alter, ohne Scheiß. Oh, ich mag Lingxi. Lingxi ist cool. Kannst du mögen? Nee, ich nicht so, dass ich nicht mag. Aber die Werte sind halt problematisch. Die Werte. Ja, wie soll es denn heißen? Am besten natürlich ein Spoink. Also wer ist so sprunghaft? Ich weiß es nicht. Es ist männlich. Gucken wir doch mal. Wird so. Ist ein Psycho-Pokémon. Das ist okay, wir haben kein Psycho-Pokémon. Doch, eigentlich schon. Also Togepi wird halt ein Psycho-Pokémon. Aber kein Stab, Mann. Annette, schreibt hier jemand. Annette? Na. Denkt aber an Stab, ja, du hast recht. Ja. Und wieder alles für die Füße. Gronk. Gronk. Hey, ist Gronk, ein guter Name. Gronk ist ein guter Name. Komm, wir nennen Gronk. Oink und Gronk. Doch, komm, Gronk. Ja, Gronk. Ein Freund des Hauses. Gronk. G. R. U. N. Gronk. Mit H am Ende, ne? Oder? Ja. Gronk, so was wären da noch die. Trant, Grump, Marco, Colin, Krane. Florentin, Hannes. Nee, Gronk ist schon der beste Name. Gronk ist schon ein geiler Name. Ja. Ja, wie, das soll ich sagen? Ja, ich gehe ins Pokémon Center. Moment, alle sind geheilt und. Laber mal mit. Ich habe die Befürchtung, die wollen kämpfen. Die gucken so, als würden sie nach Start aber Trainern suchen. Aber ist doch okay. Wir haben ja Krogei. Ja, aber ich möchte Kronk auch haben. Kronk soll auch ein bisschen trainiert werden. Na gut. Kronk ist gerade Level 10. Kronk braucht ein bisschen. Ja, aber wir sollten uns erstmal lieber auf so die starken Pokémon konzentrieren. Wir sollten halt nicht zu viel, nicht zu breit denken. Nicht zu breit fächern? Nee. Nicht alle. Lass uns mal auf Krogei konzentrieren. Okay. Krogei, Lingxi. Aber wie planst du jetzt unseren nächsten Zug? Also wie viele Levels sollen sie haben und wann schicken wir sie dahin? Darüber denken wir nach, wenn wir den Radioturm gemacht haben. Also mein Vorschlag wäre jetzt, wir gehen jetzt ins Pokécenter, dann nochmal zurück zu diesem Nationalpark, checken da ab, ob es Trainer gibt. Danach gehen wir zum Radioturm. Ja. Und dann besiegen wir Team Rocket. Okay. Und dann checken wir, wo man noch Pokémon fangen kann. Oder ich mach's jetzt. Und dann gehen wir zu Bianca. So, ich gehe davon aus, dass wir das heute schaffen werden. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit. Ja, okay. Ganz schön viel Zeit. Wir haben echt gute Zeit. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir werden uns auch gut aufstellen, glaube ich. Was ist los? Du wirkst ja nervös. Ja, ist mir nicht geheuer alles. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt im Nationalpark ein Trainer mit Level 25, 26 Pokémon war. Ach komm. Das würden sie nicht zulassen. Das ist immer noch ein kinderfreundliches Spiel, oder? Das ist schon lange kein kinderfreundliches Spiel, mein Freund. Das ist Krieg, das ist Verderben. Oh, es ist dunkel. Hello. Hello, little girl. Oh, ich glaube, die hat solche Pipi-Pokémon gehabt und so. Knaxel. What the hell? Der ist Level 16. Das ist ein Drachen-Pokémon. Ja, wir. Und jetzt fängt es an, problematisch zu werden. Mach mal einen Gena.
Oh fuck. Oh nein! Wird! Was denn ernst? What the fuck? Darf ich wechseln? Nein, es schläft, es schläft. So, jetzt ist es erstmal drei Runden außer Gefecht gesetzt. Ja, aber unser Chrom macht Sondersensor Sinn. Macht Sondersensor Sinn. Machen. Moment, Psycho. Ja, es macht. Nee, es ist egal. Es ist einfach null Effekt. Aber es ist ein Volltreffer. Moment. Schläft tief und fest. Krogei. Krogei not strong enough. Ah, shit. Aber es schlägt noch eine Runde, glaube ich, oder? Fuck. Okay, ist nicht schlimm. Oh, Alter, Mann, Mann. Alter. Aber es gibt gute Erfahrungspunkte. Aber Bodycheck, zu viel Damage gemacht. Zu viel Damage. Ich guck mal, was für Attacken Togepi noch lernt. Togepi. Nein, ich geb dir deine Telefonnummer nicht. Like, oh, die hatte nur eine Attacke. Like, follow, nur obey. Ein Pokémon. So, Attacken. Schnell heilen gehen. Was ist das nochmal für eine Generation? Siebte? Nee. Warte, Pokémon. Warte, Gold, Silber, Saphir, Rubin, Feuerrot. Freunde, was ist denn das nochmal für eine Generation? Fünfte, glaube ich. Ja. Vierte? Fünfte? Vierte? Ja, entscheidet euch. Vierte? Vierte? Die meisten sagen vierte. Ich gucke jetzt bei vierte einfach. Generation, okay. So. 19, Level 19 gibt's Zugabe, lame. Level 24 gibt's Spotlight, lame. Level 28 gibt's Wunschtraum, lame. Wir müssen dem Vieh einfach TMs geben. Hilft ja nichts. Kann ich diese. Bei Bisa-Fans steht nirgendwo eine Beschreibung von der Attacke. Liebe Bisa-Fans, Freunde, nur eine kleine Kritik. Eventuell denkt ihr darüber nach. Zu Wunschtraum was zu schreiben? Ja. Aber hier steht sogar Effekt, aber vielleicht übersehe ich es. Vielleicht bin ich gerade davon zu doof. Ja, guck mal. Ja, gut, okay. Der Anwender spricht einen Wunsch aus, welcher am Ende der nächsten Runde eintritt. Dann werden die KP des zu diesem Zeitpunkt aktiven Pokémon um 50% der maximalen KP des Endes von Wunschstrom geheilt. Okay. Ist Psycho gegen Psycho gut? Nee, natürlich nicht. Wirklich nicht? Ich glaube nicht. Oder? Oder erzähle ich jetzt wieder Quatsch? Nee. Okay. Nee. Nur halb effektiv. Dann haben wir es tot. Zielwelle. Warum macht das so viel Damage? Damn. Was macht so viel Damage? Zielwelle. Egal. Ich bin auf dem Fahrrad unterwegs, deswegen. Mhm. Oh, Voltilam wäre gut gewesen. Fuck, Alter, Voltilam wäre geil. Voltilam wäre richtig gut. Soll ich mit Krogei weiterkämpfen? Ja. Das macht wahrscheinlich Heuler oder Tackle. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Donnerschock macht. Aber Donnerschock könnte es natürlich. Heuler, okay. Sondersensor. Mhm. Ich steig mal kurz vom Rad ab. Oh. Mhm. Was hat das denn entdeckt? Das ist eine gute Frage, vielleicht ein verstecktes Item. Vielleicht hat es entdeckt, dass es sich bald entwickelt. Das wäre schön. Was kommt da?
Das wäre, glaube ich, auch ganz gut gewesen. Ein Bronze. Das ist ein Metall-Pokémon? Ein Stahl-Pokémon, ja. Stahl, ja. Dracarys hat noch nicht so viel gemacht heute. Draki. Warum haben wir das Pokémon eigentlich nicht Drogon genannt? Ist ja noch viel naheliegender gewesen. Und der Name klingt doch viel besser. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das erste, was wir gelesen haben, war Dracarys. Ja. Ja, Level 24. Ist schon mal gut. Ein Igler? Nee. Ja, bekannter Tipp. Bam, 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 bam. So, was haben wir noch? Wir haben Eagle Lover noch, ne? Ich check mal, was für... Oh, wir können auch ein Erinnerungsfoto machen. Diesmal mit unserem Kronk. Kronk ist dazugekommen. Lächeln! Okay. Kronk versteckt sich hinter uns. Wo können wir das denn sehen dann? Auf unserem Computer. Ah, okay. Für unsere Recap-Show. Mhm. Wenn wir mit Linkshi Pokémon-Meister geworden sind. Mhm. Ey, ich find's ja cool. Ach, come on! Oh, Mann. Ey. Und was haben wir? Wir haben Kronk. Wir hätten fucking Nachtara kriegen können. Und in unserem... Also, wir können theoretisch, wenn wir ein Evoli bekommen, nur Nachtara trainieren. Weil es überwiegend Abend ist. Naja, aber wenn wir einen Feuerstein oder einen Wasserstein oder so finden... Aber wir könnten nie einen Sianna trainieren. Weil Psyana nur tagsüber... Nee, aber Psyana, da haben wir ja eh schon genug. Wir haben Spoink und wir haben Togetic. Ja. Oh, theoretisch. Theoretisch. Was ist Unlicht gegen allergisch? Das ist eine gute Frage. Moment mal, ich check das. Vielleicht Psycho. Ich glaube andersrum. Unlicht ist stark gegen Psycho. Unlicht ist, ja, ist stark gegen Psycho und Geist. Mhm. Schwach gegen Kampf. Unlicht ist schwach gegen Kampf. Und Unlicht. Unlicht ist schwach gegen Unlicht. Oder Fee, sorry. Fee, okay. Ja, siehst du, deswegen habe ich vorhin noch bei Psycho gefragt, weil es gibt ja auch einige Elemente, die auch gegen sich selbst allergisch sind. Mhm. Klatsche. Nichts geschieht. Kampf. Käfer. Es ist krass, es ist Level 10. 8 Levels unter uns. Dennoch ist es schneller. Ja, das ist halt ein schnelles Pokémon. Ja. Aber das ist gut, wir haben eins. Ja, was erwartest du denn von einem Pokémon, das eine Eierschale noch als Rüstung trägt? Zugabe. Brauchen wir nicht, oder? Zugabe heißt halt einfach nur, dass die Attacke, die vom Gegner einmal angesetzt wurde, wiederholt wird. Auf, nee. Kannst Attacken behalten. Die Pokémon hier sind schon stark, also ist, glaube ich, hier gut zum Grinden. Ja. Haben wir eine Strategie gegen Bianca? Wollen wir gleich einfach unser stärkstes Pokémon am Anfang haben oder nach und nach? Oh shit. Ist die Frage, was für ein Level die hat. Ja, die wird ja nicht schon Level 20, 25 sein. Weil unsere Pokémon selbst jetzt gerade an die 20 kommen. Die hatte nur zwei Pokémon. Ja, Miltank und... Noch was. Miltank. Stass mich so an. Ah, ein Kampf. Göre, ah, Monika. Wir machen danach mal den Radioturm und dann machen wir die Lotterie und gucken, ob wir einen Meisterball bekommen. Das geht um die Trainer-ID, ne? Ja. Oh Gott. Ich habe das Ding nie verstanden. Das mit der Trainer-ID. Naja, das ist halt... Naja, ich hatte es nie verstanden. Ich weiß ja mittlerweile, es ist, aber trotzdem, ich dachte so, die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering gewesen. Aber gut, das ist eine Lotterie. Ich habe halt wirklich gedacht, dass es irgendwie so ein System gibt, dass du halt irgendwas machen kannst, um das zu triggern. Aber es ist halt eine Lotterie. Hattest du damals bei Pokémon Silber und Gold diesen Infrarot-Sensor gemacht, mit diesem, wo du jeden Tag einmal... Geheimpower? Geheimpower.
Ja? Ja, das habe ich gemacht. Damit du dann irgendwie Dekoration für dein Zimmer bekommst. Ich habe irgendwann so ein surfendes Pikachu bekommen. Ja. Ich hatte eine Relaxo-Puppe in meinem Schlafzimmer. Alter. Die war auch riesig, ne? Ja. Geil. Das ist echt eine coole Idee gewesen. Mhm. Warum macht man heutzutage nicht mehr sowas? Die haben ja dann irgendwann die Geheimverstecke. Morlord. Die haben irgendwann die Geheimverstecke eingeführt. Ja, aber das war auch lame, ey. Das war mit Rubin und Saphir, ne? Genau. Und die das gab's ja dann auch wieder lame. Bei Alpha und Omega. Was ich auch irgendwie interessant fand. Ist Morlord allergisch gegen Biss? Morlord ist nur Wasser. Morlord ist Wasserboden. Wasserboden. Oh, guck mal, wie der Zahn sich macht. Ins Boden-Pokémon ist? Alter, das ist ein starkes Pokémon, Mann. Okay. Ja, es geht. Das ist fein. Gunnar ist immer noch schneller. Das ist so eine richtige Ratte, ne? Ja. Gefällt du willst mir. Sie. Boah, du willst sie loswerden, aber sie kommt halt immer wieder. Das ist eine richtige Plage einfach. Gunnar! Grimasse brauchen wir nicht, ne? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Göre Monika. Oh, wie, das läuft alles viel zu smooth. Hör auf, das zu sagen. So, haben wir noch irgendeine Route, wo wir Pokémon fangen könnten? Naja, ich glaube nicht, weil wir müssten theoretisch hier bei dem Mogelbaum vorbei und dann hätten wir wieder eine neue Route. Okay, das ist gerade sehr, sehr witzig, das, was bei uns auf dem Bildschirm ist. Mr. Miesfies hat auf dem hat im Forum ein Bild gepostet. Mit dem Untertitel We Are Diamond Mod. Mit einer salutierenden Bohne. Fantastisch. Sehr gut, vielen Dank dafür. Oh, wir hatten dann noch was im Bild eingeschickt bekommen, kannst du dich erinnern? Übers Forum. Oh ja, das kann ich gleich auch nochmal raussuchen. Such das mal raus, dann können wir es nachher nochmal zeigen. Griffel! Ja, dich hätten wir auch haben können. Oh, der ist schon Level 16, oh Gott. Holy shit, was ist das für starke Pokémon alles? Ich traue mich mit Krokai nicht zu kämpfen, weil ich weiß, Krokai kann vielleicht einigermaßen gut austeilen, aber kann nichts einstecken. Ja, es ist problematisch. Ich hätte genau das gleiche gemacht. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, nimm Dracarys raus, Flammenrad, bam! Was ist? Tendo hat bei uns ein Voting im Forum gestartet. Was denkt ihr, wann bemerken wir denn Elias, dass Togemi und seine Entwicklung alle nicht vom Typ Psycho sind, sondern Togemis Entwicklung beide normal Flug sind und Togepi nur Typ normal ist? Während Kogi noch lebt? Während Krokai schon tot ist? Nie. Wer hat's jetzt erfahren? Oh, das wusste ich tatsächlich nicht. Ist aber lustig. Oh, es ist wieder Gregor. Greg Kuglan, aber egal. Vielen Dank, Tendo, für diese Umfrage. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Ja. Oh, Mr. Miesvieh schreibt, rechts neben dem Park gibt es noch eine neue Route. Da gehe ich gern hin. Voltilam. Ach, ich mochte Voltilam. Hier, die Mega-Entwicklung von Ampharos. Kennst du die? Nee. Mit den langen Haaren? Ist das diese 80s? Das 80s-Pokémon? Moment mal. Die Mega-Entwicklung. Ampharos kennst du ja, das ist große ja. Stehende gelbe Pokémon, ja, die weiter mit dem Voltilam. Das kenne ich, das finde ich auch richtig geil. Entschuldigung. Bukuhila oder was? Das ist geil, oder? Mega Ampharos. Geil. Schön. Ja, Voltilam wäre Hammer. Sag ich dir ganz ehrlich. Cheche. Ich wünschte, wir könnten im Pokéwalk auch anschließen. Dann gehst du kurz joggen und levelst mit unseren Pokémon, ne? Ja. Das wäre richtig cool. Okay, Wirt. Okay, bye. Trugschlag, Pokémon ist wieder am Start. Trugschlag, dann packe ich erstmal hier Herr Lingshi nach vorne. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein gutes Gefühl. Oh, Aprikoko, blau. Apropos Aprikoko. Du musst ihn noch abholen, ne? Ja. Apropos Aprikoko.
Der will kämpfen. Das war vielleicht nicht so gut, dass wir Link Xi vorne gelassen haben. Wieso? Weil er jetzt eventuell angeschlagen ist. Baldorfisch, Wasser-Pokémon. Ja, komm, komm. Ja, ja. Käferbiss. Scooter! Mal gucken. Das ist nicht effektiv. Komm, Primata, er macht sich deutlich kleiner. Okay. Fluchtwert steigt. Mhm. Machen wir mal. Schneider. Ja. Cut, cut. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Volltreffer. Keine Sorge, keine Sorge. Okay. Okay. Keine Bange, alles ist noch im Lot. Wieso, das, der eine war einfach nur... Oh. Oh, Mann! Oh, sowas macht mich immer nervös. Alter. Digga. Digga. Nochmal? Ja, oder? Noch einmal. Auswechseln. Ey, Drug Harris rein. Auf Nummer sicher. Auch wenn jetzt ein Wasser-Pokémon kommt, kann man immer noch auswechseln bei Linkshi. Smogmog. Ja, komm. Verbrennen wir es. Ja. Mann, ey. Der ist stark, ey. Flammenratsch. Keine Kompromisse. Ja. Keine Gefangenen hier. Alter. Ja, das ist mega stark. Ja, und überleg mal, das ist nicht mal ein Arena-Leiter. Arena-Leiter wird jetzt Supertrank einsetzen. Alter. Ey, wir müssen noch viel lernen. Wir müssen noch verdammt viel lernen. Wir müssen verdammt viel grinden. Was meine ich damit? 592, was auch echt gut ist. Evoli. Da könnten wir Rogue-Eye eigentlich einsetzen, Sondersensor. Aber auch Ratte. Ich bleib bei Drag Harris. Komm, wir machen es safe. Wir machen safe. Und ich würde einfach gegen wilde Pokémon jetzt unsere anderen Pokémon trainieren. Aber jetzt nicht gegen solche Trainer-Pokémon. Die sind mir nicht koscher. Ja. Die sind echt. Was für ein Level? 14. Ja, ja. Komm. Muss ich ja gehen. Wie? Hast du gesagt, lieber safe als sorry, ne? Ja. Ich bräuch's nicht. So, was ist da unten? Ja, da müssen wir jetzt der Schneider einsetzen. Aber ich würde uns einfach mal erst in Pokémon Center gehen. Pokémon sind alle angeschlagen. Ja, stimmt, okay. Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, 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 bam. Ah, Trugschlag, Trugschlag, Fine Thing. Ja, es wird sich jetzt herausstellen, ob wir einen coolen neuen Freund fangen können. Ohne. Ey, wann war eigentlich das letzte Mal, dass du ein gutes Pokémon gefangen hast? Ich würde einfach mal behaupten, es war Lazi 1. Ja. Selbst Lazi 2 war halt nicht. Ja. Lazi 1. Lazi 1. Ultraschall. Lazi 1, das war ein Pokémon, wo ich mir gedacht habe, ja. Ja. Das kann man machen. Das war ein Boss-Pokémon. Ja. Oh nein. Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, bam. Wollen wir Zerschneider einsetzen und in die andere Region gehen oder wollen wir in dem Gebiet bleiben, wo wir. Moment mal, ist diese Zerschneider-Region, ist das eine neue Route? Nee, ne? Nee, ist nicht. Nee, dann bleiben wir erstmal da und checken das ab. Okay. Okay. So, was gibt's hier so? Oh oh. Ein Trainerkampf gewesen. Das ist. Ah, da ist das Mogelbaum. Okay. Okay, wollen wir hier? Ja. Okay. Let's do this. Okay. Komm, komm. Wird. Drück die Daumen. Es wird. Es ist okay. Ein Wasser-Pokémon. Ja. Wird so einen miesen Manta. Ja. Warum kriegen wir nicht mal so einen Schillock?
Oder ein Dragonier oder so. Oder ein Relaxo von mir aus auch. Oh, fucking Relaxo wäre gut. Das benutzt super Schall. Soll ich ja schon mal versuchen, einen Pokéball zu werfen? Gesang. Okay. Bitte, 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 bitte. Oh. Alter, das macht sich selbst so viel. Alter, Blubstrahl. Der Blubstrahl ist gut, das ist gut. Aber was für ein Level hat es? 13. Gesang, Gesang. Weiter. Mach nicht viel Schaden, mach nicht viel Schaden. Noch nicht. Nochmal. Ich würde wechseln. Warte. Krokei kann Gena. Ja, ja, auf jeden Fall wechseln. Auf jeden Fall wechseln. Krokei kann Gena. Vielleicht Gunnar reinsetzen. Ja. Als zum Tank, damit wir dann die ganze Zeit das Ding mit Bällen bewerfen. Jetzt macht es Blubber. Ja, aber ist gut. Gena trifft auch deutlich häufiger, glaube ich. Ja, aber braucht halt ein bisschen, ne? Ja, ist aber nicht schlimm. Okay, ich wechsle jetzt links rein. Ja. Wen wechselst Gunnar. Du rein? Ja, 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 ja. Pack doch nicht Dracarys rein, ey. Ich würde sagen, Mantraps können wir dann trainieren. Sieht vielversprechend aus. Ja, ja. Ist halt ein Wasser-Pokémon, ein Element, das wir nicht haben. Ah, guck mal, es pennt jetzt ein. So, jetzt schön Pokéball. Pokéball fliegt. Okay, nehmen wir vielleicht einen anderen Ball. Ich könnte ja noch mit einem Trank hier Lingxi heilen. Und dann wechseln wir gleich zu Eigentümer. Wir probieren erstmal noch ein paar Pokébälle. Eigentlich müsste es. Weißt du, was ich vergessen habe? Und ein B, Mann. Mann, aber mit unten B geht's halt deutlich besser. Ja. Ist aufgewacht. Ja, komm, wir probieren es weiter. Einmal noch. Nochmal Premier Ball. Macht keinen Unterschied. Also, wir haben noch Superbälle, die wir werfen könnten. Und ein B, und ein B, und ein B. Shit. Ja, dann werft man einen Superball. Da ist drauf. Ja, wir haben 6. Ja, trotzdem. Wenn das nicht geht, versuchen wir es wieder einzuschläfern und dann Superball. Und ein B. Ja. Und ein B. Und ein B. Und ein B. Und okay. Ein B. Mantraps wird sich nicht entwickeln, lese ich hier gerade. Was? Was? Doch, Mantraps entwickelt sich doch. Wir benötigen da irgendwas, wird gesagt, aber ich würde jetzt. Das ist ein Flug- und Flugwasser-Pokémon. Das ist schon mal gut. Wie heißt es? Mantraps. Ja, Mantraps. Brauchen gleich noch einen freshen Namen. Oh nein. Was ist das? Wir brauchen einen Remoraid im Team. Oh, eine Moräne. Wir brauchen einen Remoraid im Team. Stimmt, das schwimmt ja daneben mit. Oh. Das ist so dieses Spiel ist so anstrengend, ey. Ja. Ja, das werden wir nicht finden. Das werden wir nicht finden, definitiv nicht. Trotzdem, es ist ein Wasser-Pokémon. Es kann bestimmt gute Attacken erlernen. Und wir brauchen einen Namen. Gehen wir hier in den Chat. Seemonster. Seemonster. Ist so naheliegend. Ja, komm, dann ist es Seemonster. Seemonster oder Seemonster? Okay. Du wirst den Witz nicht vertragen. Entschuldigung. Ey, wenn er stirbt, lässt uns Simon nie wieder Let's Play machen. Nein, Simon Stair. Okay. Bam, 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 Simon Stair. Bam, 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 bam. Ist sogar männlich gewesen. Radladen.
Wir sind halt original Influencer. Wir sind die schlechtesten Influencer aller Zeiten. Haben dafür nicht einen Cent bekommen. Das stimmt. Gab's wenigstens Hashtag Werbung? Moment, wollten wir nicht runter noch? Ja, aber ich möchte trotzdem Ach so. Heilen gehen. Aber wir trainieren Simons da noch nicht, oder? Also ich würde sagen, wir trainieren jetzt, oder doch vielleicht, weil Elemente sind doch schon wichtig. Weißt du? Ja. Verschiedene Elemente zu haben, falls jetzt ein Wasser-Pokémon kommt. Ist schon... Ja, ja, ein Feuer-Pokémon, du hast vollkommen recht. Würde ich jetzt mal nach vorne packen und ein bisschen trainieren. Aber es fühlt sich gerade gut an. Wir haben fast wieder 6 Pokémon. Oder wir haben sogar 6 Pokémon. Es fühlt sich wie eine Familie an. Eine große Familie. Boah, guck mal hier, Tendo hat einen Tipp für uns. Ja, erzähl. Und zwar im Park die erste Frach rechts. Auf der Bank hat ein klasse Item Flinkklaue für euch. Und wenn ihr oben rechts vom Park hinter den Zaun geht, kommt ihr zu einem Jungen, der euch ein klasse Item Sanftglocke gibt. Oh, okay. Also mit dem Park haben wir noch nicht abgeschlossen. Nee, noch nicht. Tendo, vielen Dank für diesen Tipp. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder. Boah, was? Ist schon wieder Pausezeit? Ja, ich fahre in der Zwischenzeit schon mal zum Park und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Welche Bohne bin ich? Nuzlock, Nuzlock, Nuzlock. Wir spielen Pokémon Nuzlock, Nuzlock, Nuzlock. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Willkommen zurück, liebe Nuzlocke-Freunde. Und ja, wir haben uns gerade die Flinkklaue geholt, wie uns gerade empfohlen wurde, im Park. Damit erhöht sich die Erstschlagquote unserer Pokémon. Ja. Wollen wir die mal gleich irgendwie jemandem geben? Ja. Klaue. Was glaubst du, wo macht das am meisten Sinn? Krokei vielleicht? Gunnar? Sea-Monster? Weil wir jetzt trainieren? Ja, nee, ich würde das, glaube ich, einem gestandenen Pokémon geben. Gunnar. Was sagt der Chat? Krokei? Pogebi ist zu langsam? Das, ja, ja, Pogebi, ja, das macht vollkommen Sinn. Zu langsam ist. Stimmt. Das macht total Sinn. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen hier nochmal ein bisschen Trainer klatschen. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, also wollen wir die Arena heute machen? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht rushen, weil ich das letzte Mal, als wir gerusht haben, sind 5 von 6 Pokémon draufgegangen. Ja. Also wir gucken einfach, was die Zeit hergibt. Ich würde jetzt einfach den Trainer hier machen. Lingxi ist recht stark geworden. Soll ich den weiter vorne lassen oder soll ich hier Krokei auch noch Level 20 bringen? Ja, komm, Krokei auf Level 20. Perfectly balanced. Ich frage mich, wie ein Fabian Pokémon spielen würde. Würde er dafür sorgen, dass all seine Pokémon immer das gleiche Level haben? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Alle die gleiche Farbe? Die Items müssen auch alle dieselbe Zahl haben. Ja, da sorge ich auch mal dafür, dass es immer 5 oder 10 sind. Oh, ein Schulkind. Es tut mir leid, wir werden nicht mehr... Okay, das ist ein Lombrero. Das ist Wasser? Was? Nee, das ist Pflanzewasser. Ja, komm, Lingxi. Käferbiss, bam, weg. Glaube ich. Das ist alles Angaben. Das sind alles Angaben ohne Gewehr. Alles gut, Mann. Das ist Level 17. Wir sind 20. Du hast Tronk. Ja, bam! Ja, geil. Scheiß Kappa, ey. Lingxi, Mann. Lingxi. Ist halt der Krokei Level 20? Ja. Finde ich gut. Holger Level 20. Lingxi Level. Oh! Geil! Mega gut. Ausgezeichnet, so soll es sein. Tschüss! Togetic. Nicht geil. Geil. Endlich mal was Gutes. Ja.
Geil. Das nächste Item, das er findet, gibt er uns. Und wir dürfen unsere Telefonnummer haben. Ja, nehmen wir. Ja, jetzt macht der Name Krokeye gar keinen Sinn mehr. Ja, es ist immer noch ein Ei. Nein, irgendwie nicht. So, sie gibt uns jetzt hier die Gießkanne? Nein. Sie gibt uns doch keine Gießkanne. Das wäre zu einfach, wenn sie die Gießkanne gibt, damit wir hier gleich das Mogelbaum nehmen. Wer gibt uns die Gießkanne? Bianca? Nee, der Florist. Florist? Ja, der Florist gibt uns die Schickikanne. In Ducatia City? Ja. Ah, okay. Ich bin Flora vom Blumenladen. Crazy Business schreibt, endlich ist es Psychoflug. Das ist voll gemein. Es ist nicht mehr normal. Es ist Normalflug, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich kann mir doch mal nachschauen. Ich bin total verwirrt bei Togetic. So, Togetic. Der sieht nach Stress. Oh. Ist ein Fehlflug. Ich depp. Fehlflug gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Normalflug. Ah, bis Gen 5. 5. Ja, das ist recht. Krokeye. Alter, okay. Krokeye? Ja, ich will mal. Ist ja ein Kampf-Pokémon da. Kampfgift, oder? Ja. Sonst wäre nicht bei Pokémon Tekken gewesen, wenn es kein Kampf-Pokémon ist. Damn! Krokeye! In the house. Shit, aber das Pokémon wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Ja, das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut gewesen. Sorry. Rob Chang schreibt, geht auf PokeWiki, da könnt ihr die Gen einstellen. What the fuck, niemals, Mann. Bisa-Fans. Snibula. So, Unlicht. Gegen was ist Unlicht denn schwach? Kampf-Pokémon hast du vorhin gesagt. So, pass auf. Hier, Angreifer, Unlicht. Mhm. So. Unlicht. Halbe gegen Elektro? Solltest du die Liste vielleicht falsch? Wir wollen ja gucken, was Unlicht schwach ist. Unlicht ist hier Kampf-Pokémon. Ja, aber hier, du bist ja der Käfer-Pokémon. Guck mal, Käfer-Pokémon. Gegen Käfer-Pokémon ist schwach. Nee, Moment. Psycho ist 0. Geist. Ich raff die Tabelle irgendwie nicht. Weißt du was? Try and Error. Ich probiere es jetzt mal aus, ne? Ich sage hier gerade, das ist gut. Käfer. Ich setze erstmal hier Mr. Lingxi ein. Wow! Na? Zeigt uns den Finger. Das mag der Lingxi gar nicht. Sonst droppt er dir noch eine EP. Wir finden. Sehr effektiv. Wirt hat die Liste verstanden. Aber ich hatte auch Angst, Ilias. Ich hatte auch Angst. Nur ich habe nicht rechtzeitig reagieren können. Alter. Puh. Nein, ich tausche nicht. Verdammter Käfersammler, kriegst meine Nummer nicht. Annette. Es ist fucking Annette. Oh, shit. Ich glaube, es ist ein Videoanruf. Schauen wir mal rein, oder? Okay. Hi, ich bin's, Annette, die Pokémon-Trainerin, die ihr getroffen habt. Wisst ihr noch, ich suche gerade jemanden, der mit meinen Masterbällen spielt. Call me back! Dieses Let's Play wird immer weirder, ohne Scheiß. Verdammte Annette. Ich distanziere mich übrigens von diesem Videoanruf. Ich habe nichts mit der Produktion dieses Videos zu tun. Ich bin da komplett raus. So, wollen wir weitermachen? Ich bin aus Versehen während des Anrufs fassungslos gewesen und in ein Pokémon reingeraten. Aha, Burmadame. Burmadame. Oh, man hat übrigens gesehen, wir haben ja jetzt ein freshes Smartphone. Genau. Wir sind ja moderne am Zahn der Zeit und haben upgegradet. Und das das Hintergrundbild, das ihr gesehen habt. Genau, kam von Herrn Grimm auf Twitter. Und wenn ihr uns irgendwelche Fanarts schicken wollt, hochkant, gebt sie uns. Die werden dann als nächstes Mal unser Handy-Hintergrund sein. Ja, das finden wir richtig, richtig cool. Dann könnt ihr so ein bisschen kreativ der ganzen Geschichte hier Würze geben. Ja, seid dabei.
Aber jetzt? Burma Dame. Mit Burma Dame fertig. Komm, hau die mal weg. Schütze dich selbst. Was ist das? Was war das? Ah, wir sind schneller. Das ist die Flinkklaue wahrscheinlich. Burma Dame. Alter, Togetick. Togetick, Togetick, Togetick. So, jetzt können wir mal schauen, was für Attacken Togetick lernt. Nichts. Attacken, vierte Gen. So, 24 Spotlight, ja. Wunschtraum, Antikraft 33, das ist gut. Ich pack mal hier Simonster nach vorne. Kann fucking Simonster auch Kopfnuss? Ja? Ja, geil. Ah, es kann sogar Superschall. Oh, ich habe gerade Ultraschall gedacht. Ja, Ultraschall, ja, wäre eigentlich auch nicht, mehr auch nicht schlecht. Ach, hier sind wir. Ah, okay. So, jetzt lass mal in den Radioturm. Ja, ich will hier. Ja. Da ist ja auch gut gewesen. Findest du? Ich finde schon. Dann, wobei, ja, wir hätten, wenn wir nicht die Ratte hätten. Ja, wir haben schon normal Pokémon, also. So viel vom Typ normal brauchen wir jetzt nicht. Das stimmt. Ha, das Ding hat 3, deswegen ist es sehr effektiv. Raserei. Ich mochte Raserei nie, wirklich, weil dein Pokémon ja die ganze Zeit eine Attacke einsetzt. Hat sich bei Raserei das Pokémon nicht irgendwann noch selbst verletzt? Ich glaube schon. Holy shit. Okay, ich glaube, wir müssen. Ja, speicher mal ab. Ja, ich glaube, das ist jedes Mal, wenn Annette anruft, so. Verflucht uns. Die gute Annette, ey. Mm. Ins deins Gesicht. Nein, das ist nicht Annette. Das sind diese garstigen Arena-Leiter. Stimmt. Klar. Kurz resettet. Ah, okay. Ja. So, alles wieder gut. Wie kommen wir auf die andere Seite? Ja, wahrscheinlich durch Surfer. Oder mit Surfer. Mhm. Ah, guck dir Simonster mal an. Lächelt die ganze Zeit. Ja, das ist witzig. Oder Simonster. Sorry. Aber glaubst du, wir können jetzt, müssen wir im Radioturm eigentlich kämpfen? Daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Ja, ich denke schon. Mal gucken, wie stark die da sind, weil unser Simonster ja noch nicht so stark ist. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen stark sind, aber uns nicht das Wasser reichen können. Das hoffe ich doch. Berühmte letzte Worte. Mhm. Wohin gehst du? Keine Ahnung. Geh zum Pokémon Center. Ach ja, ich war zum Pokémon Center. Aber wo geht's danach hier zum Radioturm? Da oben, ganz oben links. Okay. Ah, Rob Chang schreibt, ihr müsst da nicht kämpfen, das kommt später. Mm. Oh, ich hab gedacht, wir bekommen da noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja, aber ansonsten gehen wir jetzt grinden. Wollen wir grinden gehen wieder? Ich weiß, ja, I don't know, ich bin mir noch nicht sicher. Ich würd grinden. Sie hat, glaube ich, mindestens ein Level 20 Pokémon. Nee, da links. Achso, willst du jetzt doch nicht hier, Erstmal zum Radioturm. Hier ist der Radioturm. Laut Rob Chang müssen wir nicht kämpfen. Okay. Ducatia City, ja, okay. Ah, Lotterie. Ja. Oh, schade. Oh, guck mal, da ist Bianca. Oh, komm hier. Okay, okay. Okay. Wir, das schaffen wir sind Pokémon-Profis. Vergiss das nicht. Ja, Mann. Okay, erste Frage. Kann dein Pokémon dir die Karte anzeigen? Ja, Google Maps, Mann. Ach, dein Pokécom? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Yes. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Ja.
verwendet Kurt der Pokéballschmied Aprikorken? Nein. Aprikokos sind das. Ich fühle mich wie bei einer Folge Endgegner. Kabador kann keine TM-Attacken erlernen. Soll ich Markus kurz anrufen? Kriegen wir einen Telefonjoker? Ruf mal Markus an. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Sonst wäre es, glaube ich, immer zu einfach. Ja. Nochmal Lautstärke. Ja. Na, Lautsprecher. So viel Arbeit kann es bei Game2 nicht geben. Oh, Markus, lass uns nicht hängen. Ich sag nein. Ich sag nein. Ich kann keine Pokémon lernen, kann keine TM-Attacken lernen. Ja? Ja. Ich sag, es kann, aber gut. Du sagst, es kann? Ja. Na gut, dann mach. Wir wetten einfach mal. Nein, ich will nicht wetten. Wir haben schon. Schokoriegel. Ich bin weg von Schokoriegeln. Ich krieg eine Fritz ohne Zucker von mir morgen. Und ich krieg eine von dir, wenn du. Ich bin mir doch selber nicht sicher. Traust dich nicht? Hast du Angst? Komm, wir müssen hier Zeit gut machen. Okay, du meinst nein. Ich glaub nicht, bin mir nicht sicher. Okay, den Chat wollen wir auch nicht fragen, ne? Ey, dann drück, geh nicht sicher. Nee, den Chat haben wir nicht auf. Mhm, okay. Kann keine TM-Attacken erlernen. Also du sagst, ja, es kann keine TM-Attacken. Ich meine, es kann TM-Attacken erlernen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre halt zu einfach. Mhm. Wenn man Kabador irgendwelche TMs beibringen könnte, dann würde man sich damit, dann würde man einfach coole TMs dem geben, dann würde es nicht mehr, dann würde dieser Grind bis zu Garados würde nichts mehr bringen. Aber vielleicht habe ich irgendeine. Du hast mich überzeugt. Ich stimme dir zu. Mhm. Weil das wäre ja ein bisschen merkwürdig, wenn du jetzt einen Kabador Blubstrahl beibringen könntest. Aber es stellt sich die Frage. Ah, nee, das ist ja TM. VM habe ich gerade. Aber gut. Surfer wird es dann erlernen können. Oder Kaskade, oder Whirlpool. Ich glaube nicht. Das ist ein VM. Hier wird nach TMs gefragt. Komm, mach's nach deinem Ermessen. Du hast den Controller in der Hand. Ich würde. Also, mein Tipp hast du gehört. Wenn ich jetzt Ja drücke, heißt es. Komm, wir müssen uns beeilen. Bam! Okay, hast gut gemacht. Professor Eis, Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin? Ich hab keine Ahnung von dem Talk, weil ich das Radiomodul noch nicht hab. Ich sag ja. Ja. Fuck, oh, komm, ey! Wirklich schaffen nicht mal das Ingame-Quiz. Wie traurig ist das? Das will ich nie wieder gegen Markus Endgegner spielen. Okay. Sind es die gleichen Fragen nochmal? Ja. Ja. Das wird das Bitterste, wenn du dieselben Fragen nochmal beantworten musst. Nein. Ja. Wer ist denn die Co-Moderatorin? Ich weiß, es ist die Annette wahrscheinlich. Oh Gott. Glaubst du, Annette macht doch immer den Renegade vorher? Herzlich willkommen zum Pokémon Talk mit Professor Eich. Okay, jetzt geht sie zurück in die Arena. Ey, wir gehen trainieren, Mann. Guck mal, sie hat schon gesagt, wer hier die Trainerin ist. Das? Die Moderatorin ist. Margit. Margit. Na gut, wir haben nicht mit ihr gesprochen. Oben kannst du ja auch noch mal so ein Quiz. Achso, nee, das musst du, glaube ich, musst das Radio erstmal hören. Ben ist der beste DJ von allen. Wollen wir mal zumindest die
Pokémon in der Arena legen? Oh, das können wir wirklich machen. Das können wir machen. Dann können wir ja zumindest uns... Soll ich da jetzt hin oder soll ich da noch oben alles abchecken? Ja, komm, check einmal ab und dann gehen wir in die Arena. Pum, pum. Sie sehen wie Hebel aus. Hallo, ich bin Buena. Buena. Passwort, ja, wenn du das Passwort nennen kannst. Gibt's einen Punkt, ne? Und okay. Mit 4, 3 oder 5 Punkten, ich erinnere mich gar nicht mehr, gibt es ein Sonderbonbon. Ja? Mhm. Die blaue Karte, ja. Okay. Ich habe ich mein Tonuptio auf 100 gebracht. Ich kenne das gar nicht. Nee? Nee. Du musstest halt immer die Sendung hören und dann bekommst du ein bestimmtes Passwort. Und das musstest du halt nennen und dann hast du Punkte dafür bekommen. Und jeden Tag gibt's einen Punkt, glaube ich. Hm, interessant. Da kommen wir sowieso nicht hoch, weil da gerade der Wächter steht. Das stimmt, okay. Das heißt, wir müssen jetzt ab und zu Radio hören? Ja, jeden Tag einmal. Warte. Dann würde ich jetzt mal Radio hören. Mhm. Professor Eis, Pokémon Talk. Hä? Ja, sieht verbuggt aus. Ist das verbuggt oder ist das Radiosignal noch nicht gut? Du liegst im Emulator. Ich glaube nicht, dass es am Emulator liegt. Hier schreibt es das Signal. Nicht verbuggt, das ist das Signal, ja. Ist gestört wegen Team Rocket. Hm. Makes sense. So. Ja, guck mal, hier ist auch einer. Ach komm. Ja, okay, hat er aber auch gesagt. Was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist die Bahn nach Kanto. Ja, Mann. Straight to Kanto. Mindblowing war es damals. Okay. Sind die Pokémon alle. Oh. Alle gut genährt. Ja. Sehen wir uns da trotzdem vorne, oder? Oder erstmal. Nee. Ich würde Krokai vorne. Krokai? In Krokai, du beliefst. Seemonster ist noch nicht bereit. Der ist noch ganz blutverschmiert vom letzten Kampf. wir brauchen Kampf-Pokémon, das wäre nicht schlecht. Ja, aber ist ja eh random. Ach, da war was. Ich vergesse es auch immer wieder. Ich korrigiere dich, du korrigierst mich, wir vergessen es immer wieder. Bam, 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 bam. Hallo, Martha. Jan Mega ist ein Insekt-Pokémon. Level 9? Level 9? Was ist das für eine Arena? Wir sind ein Flug-Pokémon. Was ist das für eine Arena, ja? Die hat sich wahrscheinlich auch nur mit ihrem Aussehen da hochgearbeitet. Weird. Jetzt die Schönheit. Ist okay. Teddy Ursa. Das ist auch ein Normal-Pokémon, ne? Ja. Ja, Kopfnuss. Bra. Was? Trugträne? Sie Trugträne. Ah, Spezial senkt. Schreck zurück. Sehr gut. Mr. Miesfies ist im Forum, der ist richtig on fire. Er ist richtig on fire, wenn es um Memes geht. Finde ich echt gut. Ja. Ein Mobile-Phone. Was ist ein Mobile? Mobile? Mobile ist die Vorentwicklung von Mogelbaum, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also ein Boden. Ich weiß es nicht. Moment, Moment, ich check. Das ist dieser kleine Bonsai, den man bei Smash Bros. Werfen kann. Ja. 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 Dann. Ja. Ich würd lassen. Ey, weißt du was? Die Pokémon da sind alle so schwach, ne? Ja. Das ist kein schlechter Call, aber jetzt kommt Level 20.
Ah, komm. Ja, komm. Blubstrahl. Jetzt zeig, was du kannst, die Monster. Zeit. Zeit. Guter Einstand. Mhm. Ja, hat gut gemacht. Okay, nächstes Opfer. Entschuldigung. Da müssen wir gleich später hin. Wirt, wir machen heute die Arena. Wir machen heute die Arena. You sure? Ja. Wir machen die Arena heute. Guck mal, das ist schon Level 17. Ja, wir machen die Arena. Doch. Doch. Müssen sie machen. Das wird so eine nationale Tragödie. Wir müssen sie machen. Eine Göre. Göre? Boah, Mann, Mann, Mann. Doch, doch, ist gut. Call, guter Call sehe ich hier gerade. Nee, nee, nee. Spoink! Spoink, spoink! Psycho-Pokémon, ne? What? Ah, Kopfnuss geht zu oft daneben. Ja, das hat keine mega gute Genauigkeit. Aber Krokai macht's gut. Krokai ist, entwickelt sich langsam zu meinem Liebling. Wird, ist ungefähr auf dem Level wie, nicht Xerox, wir sind Lingshi. Mamutel. Das ist ein Eis-Pokémon. Ich glaube, das ist die Vorentwicklung von Donphan? Nein, das ist Panfi. Panfi? Mamutel? Mamutel ist, glaube ich, dieses Eis-Pokémon. Moment mal. Egal, aber kann ja trotzdem hier mit ja. Krokai weitermachen, ne? Mamutel. Isafan. Ist das dein Hintern? Ja, ist das Eis-Pokémon. Ah, okay. Die Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung von Keifel. Von Keifel und Quiekel. Hm. Eisboden ist es. Eisboden. What? Ist das die Flinkklaue gewesen? Ja. Geil. Fulber Schnee. Macht das vier Damage? Das ist sehr effektiv, Wirt. Es ist ein Flug-Pokémon, deswegen. Jack Harris, wir gehen auf Nummer sicher. Aber jetzt kann er Erdbeben. Elias, dir kann man es auch nicht recht machen. Nee, wahrscheinlich kann er noch kein Erdbeben. Ich check's ab. So, was für ein Level ist er? Level 15? Ja, Lebensschelle kann er, maximal. Lebensschelle. Erdbeben Level 40, da müssen wir uns Sorgen machen. Ja, das wird... Das ja, wird Late Game wird schwierig. Aber ich sag dir, Lingshi macht einer fertig. Okay. Dracaris entwickelt sich gut, finde ich. Ja. Moterpel? Moterpel. Was ist das? Klingt wie ein Mortal Kombat Charakter. Das ist Moterpel. Moterpel wins. Fatality. Moterpel? Ist das dieses... Oh, scheiße. Nee. Scheiße, das hab ich gemacht. Motterpel hast du geschrieben. Motterpel, ist es dieses... Oh. Ist es eine Motte? Ja. Was für ein Typ? Käfer, glaube ich. Käfer. Käferflug. Käferflug. Ja, was haben wir gegen Käfer? Ah, naja, Feuer halt, ne? Ganz einfach ab. Ja, das war schon ein Herzinfarkt-Moment eben gerade mit dem Eis-Pokémon. Habe ich ganz vergessen, dass unser Togetic mittlerweile auch Flug ist. Ja. Flugallergisch ist gegen... Holen wir noch ein paar Tränke und so, oder? Ja, wir werden auf jeden Fall... Also wir machen jetzt erstmal weiter. Ja, ja, klar. Ich mache jetzt hier die ganzen Damen weg. Aber vor dem Kampf machen wir erstmal noch einen kleinen Shopping-Trip. Ja. Wir machen den Kampf hier noch und dann machen wir kurz eine Verschnaufpause. Ja. Lavita. Das ist ein Gesteins-Pokémon, ne? Das ist die Variante. Nee, ist Boden. Boden. Glaube ich. Mittlerweile auch mega verunsichert durch den Chat und durch andere. Aber ich check das nochmal. Dieser Fans hilft uns ja. Ja, Mann.
Lavita. Das ist auch ein bisschen Boden-Pokémon. Gesteinboden. Wir hätten beide recht. ohne Sondersensor. Ja, sehr gut. Ich habe so die Befürchtung, wir sollten vielleicht Simons noch ein bisschen trainieren. Ja, das was, sollten wir Panz? Danach sollten wir das auf jeden Fall machen. Das ist wieder so Boden, Stein auch wieder. Nee, Stahl. 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 Pupanz war Stahl. Ach, das Ding war das. Der komische. Nee, ah, fuck, ey. Komische komplett Dreidel. Falsch. Bodenpsycho. Das Dreidel-Pokémon. Mach Flammenrad, komm. Ach, fuck, warum komm ich, warum sage ich denn Stahl? Ja. Wir haben es aus Glas gemacht. Ja. Nicht Diamanten, wir haben Glas draus gemacht. Okay, ich würde sagen, machen jetzt kurz noch eine kleine Pause. Ich gehe ins Pokémon Center in der Zwischenzeit. Da machen wir eine Shopping-Tour und dann wird geklatscht. Bis gleich. Welche Bohne bin ich? Es ist Max. Nuzlocke, Nuzlocke. Nuzlocke, wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke, wir spielen Pokémon Nuzlocke. Es ist soweit. Wir sind zurück und stehen vor der nächsten großen Herausforderung. Wir sind gebeutelt. Wir sind aber wieder aufgestanden mit einem neuen Team. Mit neuen Freunden und mit neuem Ehrgeiz. Stärker als zuvor, besser als zuvor. Wir werden es jetzt machen. Wir werden jetzt Bianca klatschen. Wir waren in der Zwischenzeit jetzt im Pokémon Center, haben uns Items gekauft, viele Aufwecker auch dabei. Ja. Wir haben gelernt. Und ja, wollen wir loslegen? Ja. Wir stehen jetzt gerade bei ihr, aber. Oh, jetzt macht ihr uns schon wieder so dumm an, ey. Ich glaube, es kommt wieder eine Videobotschaft. Scusi, scusi, mi esto Bianca. Pokémon-Trainerin aus Dukatia City. Meine Spezialität sind normale Pokémon. Gebratenes Taubsi, gekochtes Tauburger oder auch ab und zu mal was Leckeres, was wir gedämpft haben. Aber da habe ich ja noch was für euch. Moment. Ins dein Gesicht. Wabene, wabene. Warum spricht sie Italienisch? Vielleicht, weil sie Italienerin ist? Daran hast du nie gedacht, ne? Aber vielleicht kann sie auch, vielleicht ist sie Russin. Ja, aber wenn sie dann, ja, hast recht. Ja, aber ich gehe mal von aus, sie ist Italienerin, sonst würde sie ja nicht mit einem Italiener. Ins deins Gesicht. Ins deins Gesicht. Heißt es jetzt für Bianca. Okay. Bist du bereit? Aha. Fokus? Ich spreche sie an. Hallo, ich heiße Bianca. In dem italienischen Akzent. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Warte mal, haben wir uns nicht schon im Radioturm getroffen? Kann ich das denn nicht? Das ist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Heutzutage hat jeder ein Pokémon. Was? Ach, meine wie viele Pokémon hat sie nochmal? 2, 3. Okay. Wie, du forderst mich zum Kampf heraus? Ja, warum sollte ich denn in die Arena kommen? Komm. Mach mich nicht nervös. Mann, ey. Ey, sie wird bestimmt. Oh, ich sehe schon einen Supertrank und so einen Scheiß einsetzen. Nein, komm. Wir kriegen das hin. Smogmog. Oh, Psycho. Psycho. Ist Gift-Pokémon. Das ist gut. Machen Sie Psycho-Attacke. Glaube ich gut. Das ist, glaube ich, gut. Ja, ist Erfolg. Effekt. Hey, warum? Wir haben die Flinkklaue. Bitch. Ja, ich sag doch was. Das ist gut. Einmal ist gut. Oh. Wie, wann kann der Explosion? Unser Pokémon wird's überstehen. Yeah, Mann! Wir sind schneller! Bam! Bam, 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 Ninja! Okay. 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 Alter, es regnet Erfahrungspunkte. So, was kommt als Maskerregen? Okay, das ist ein Wasser-Pokémon, glaube ich. Gucken wir doch mal. Ich guck nach. I don't fucking care, was andere Menschen denken. Aber ich guck das jetzt nach.
Weil da Regen im Namen. Maske, Regen, Käferflug. Käferflug. Dann würde ich doch Dracarys sicherheitshalber reinholen, oder? Es ist ein Käfer. Ja. Aber es kann auch Wasserattacken. Geweiher ist ein Pokémon, das Wasserattacken lernt. Hast du recht. Glaube ich. Ja, Geweiher ist nämlich Käferwasser. Komm, jetzt ein Flammenrad. Gib ihm ein Flammenrad und schick ihn in den Abgrund. Gib ihm ein Flammenrad. Flammenrad. So. Schnelle Nummer wird das jetzt. Eine schnelle Nummer wird das jetzt. Lass machen. Er ist tot. Okay. Also, ah nein, die benutzt gleich Supertrank. Ja, ja. Ja, direkt noch mal. Einmal hinterher. Direkt Flammenrad. Ja, direkt nochmal Flammenrad. Was? Hä? Ah ja, Nassmacher. Macht Feuerattacken. Fuck, okay, nochmal. Wird sie nochmal? Nein, das ist okay. Es ist nicht viel, es ist Blubber, nicht Blubstrahl. Weißt du was? Ruckzuckhieb? Ja. Bist du sicher? Bam! Ja, Mann! Bam! Bam! Wir haben aus den Fehlern gelernt und sind stärker geworden. Bam! Ah. Wir haben es geschafft, Mann. Dritter Orden. Alter, ohne Scheiß, es fällt gerade viel Druck ab. Ja. Ja, ich muss aber. Guck mal, wie sie heult. Ja. Ins deins Gesicht. Ey, ganz im Ernst, aber ich glaube, hätten wir so einen fucking Mülltank gehabt, hätten wir bestimmt Probleme gehabt. Ja, auf jeden Fall. Aber, definitiv. Ist nun halt so. Wir haben Glück gehabt, dass jetzt. Aber das ist endlich mal einmal Glück. Einmal Glück. Ja, gut, gegen Falk waren wir auch recht gut. Ja, aber. Kai war einfach so ein. Ja. Dummyplex. Das ist gut. Also sie heult jetzt. Sie gibt uns nicht den Orden. Oh, wirklich? Ist sie eine schlechte Verliererin? Ja, sie ist eine schlechte. Hat sie ins ihr Gesicht bekommen? Ja. Oh, hast du Bianca zum Weinen gebracht? Bene. Sie weint immer, wenn sie verliert. Dann verliert sie ganz schön oft. Haben wir geweint? Nein. Wir sind standhaft geblieben. Nein. Wir haben geweint wie die Schoßhunde. Ich habe wirklich schlecht geschlafen an dem Tag. Ja, das ist kein Ohren. Ja, hatte ich ganz vergessen. Hier ist der Basisohren. Geil. Ey, richtig gut. Ja, jetzt holen wir uns einen Mogelbaum, ne? Oh, ein Mogelbaum. Das ist, ja. Das ist auch gar nicht mal so schwach. Ja. TM45, Anziehung. Ja, nee, brauchen wir nicht. Okay. Bruder muss los. Ehre. Okay. Oh, hier sehe ich was ganz Wichtiges. Mogelbaum könnten wir dann Felswurf beibringen. Ah. Ja, wäre ganz nice, ne? Und wir brauchen ja, glaube ich, dann auch noch Stärke und Zertrümmer, wa? Ja, Mann. Das ist ja dann unser TM-Monster wieder. Ja, wir müssen mal schauen. Wer ist denn eigentlich der nächste Trainer? Der nächste Arena-Leiter? Ist Jens. Von Fake City. Der hat eigentlich Geist-Pokémon. Okay, Geist-Pokémon sind schwach gegen Unlicht. Ja, was noch? Ja, Nachtara wäre ganz cool. Ja, aber wird sowieso keine Geist-Pokémon haben. Stimmt. Alter, sind wir dumm? Ja, doch schon manchmal. So, was machen wir hier jetzt noch? Ich gehe die Shigikanne holen. Ah ja, okay. Da.
Shigi-Kanne. Und die hat sie uns vorher nicht gegeben? Ja, weil wir zu schwach waren. Sie hatte Angst, dass wir hier von dem Baum, von der Wachtel, würde ich jetzt mal sagen, von der Weide gehauen werden. Okay. Aber jetzt sind wir stark genug. Was für ein Level hat dieses Mogelbaum? Oh no. 25? Würde ich auch mal sagen, 20, 25 wird schon sein. Ja, das ist kein geringes Level. Ja, deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir hier Seemonster trainieren. Aber wir haben ja Lingxi. Aber trotzdem würde ich Seemonster jetzt mal ein bisschen trainieren, oder? What the fuck? Ah, es ist abends, deswegen fängt er jetzt an. Ja. Oh nein, ich hab Seemonster vorne. Ich mag den Lichteffekt voll. Alter, was haben die denn mit Smogmog? Ja, ich wechsle mal hier zu Krokai rein. Wir machen ein bisschen Psycho-Action und weg ist es. Okay. Rauchwolke. Oh, Moment mal. Small Fighter schreibt. Ja. Ihr habt doch Mantips in der Route gefangen. Ja. Nee, in der darauffolgenden hatten wir doch. Ach stimmt, wir dürfen es gar nicht fangen, ne? Aber Moment, gilt diese Regel auch für Legendaries? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen überfragt. Ich bin auch überfragt. Ja, was ist ein Frisselblitz? Frisselblitz? Ich pack sie mal rein. Mogelbaum ist kein Legendary. Ja, aber es wird halt im Spiel wie ein Legendary behandelt. Ja. Deswegen ist es halt immer noch nicht, ist nicht gerandomt. Dürft ihr fangen, steht hier. Das dürft ihr, steht hier. Klar dürft ihr fangen. Ihr könnt es fangen. Okay, dann fangen wir es. Ja. Kroka ist schon so stark. Mach mal Lingxi ein bisschen stärker. Ist ein Elektro-Pokémon, ne? Ja. Elektro-Pokémon, ja, Togetic wäre nicht gut gewesen. Aber hier Lingxi ist... Das ist jetzt nicht plötzlich ein Flug-Pokémon. Alter, dieser Käferbiss. Ja, der ist schon heftig. Käferbiss. Der ist schon gut. Ja. Nice. Also wollen wir uns jetzt mit dem Viech anlegen oder wollen wir noch ein bisschen grinden? Sollen wir ein Vote starten? Ja, also 20 Minuten haben wir noch. Alter. Fucking Quappo! Das ist doch echt unfair. Alter, Quapo. Regie, meint ihr, wir können noch ein Vote starten? Mogelbaum fangen oder nicht? Alter, das ist echt bitter. Oder? Wir mindestens einen Bisa-Floor haben oder so. Bisa-Floor? Ja, irgendwas Geiles. Ein das Theater-Pokémon und willst ein Bisa-Floor? Naja, weil Feuer haben wir, ja. Wasser haben wir theoretisch auch. Ja. Stimmt. Ja. Pflanzen-Pokémon können wir gebrauchen. Ein gutes Psycho-Pokémon, wir haben ja noch Kronk. Nein, Simsala wäre cool. Ja, lass mal nicht einfach nur grinden. Das ist ein bisschen lame. Ja, wir müssen ein bisschen Progress machen. Oh, ich bin weg. Gegen den würde ich eh nicht grinden. Oder muss los. Ja. So, der Vote läuft. Könnt ihr sowohl auf Rocketbeans TV abstimmen, als auch im Chat. Und gerade sieht's noch bei, steht's bei ja. Ja? Okay, dann gehe ich gleich hin. Aber Moment, wir gucken uns gleich nochmal an. Wir gucken uns den Vote nochmal an, wenn wir vor dem Baum stehen. Okay. Gehst du. Soll ich nochmal Käferbiss machen? Oder Zerschneider? Nee, Käferbiss. Bam, 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 bam. Kingler? Kingler? Ja, Kingler wäre schon besser gewesen als jetzt unser Seemonster.
weil er schon weiterentwickelt ist. Mm-hmm. Das Seemonster wird sich nie weiterentwickeln. Mm-hmm. Ich glaube nicht, dass wir dieses komische Fischvieh oder diese, keine Ahnung, was es ist, fangen würden. So, okay, Moment mal. Ja, ich zeig mal den Vote, ich speichere kurz inzwischen. So, Regie, können wir uns kurz den Vote nochmal ansehen? Ja, das ist eine klare Nummer. Dann werden wir versuchen, jetzt Mogelbaum zu fangen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle, die mitgestimmt haben. Dann würde ich Lingshi nach vorne packen, oder? Damit wir dann Moment mal, Trugschlag machen. Aber Lingshi gegen ein Level 25 Pokémon. Ist es Level 25? Ich weiß es nicht. Ich guck's jetzt nach. Ist doch egal, ob das jetzt irgendwie anpisst oder so, aber das ist halt fucking Nuzlocke und ich habe keinen Bock auf noch einen Nervenzusammenbruch. Support your Beezer-Fans. So, Mogelbaum. Hard Gold. Das ist doch schon. So. Wo findet man das? Katia City. Fundorte. Route 36, aber man sieht die. Man sieht das Level nicht. Ibiza-Fans. Aber wenn es Level 25 ist, haben wir mit allen Pokémon Probleme, weil wir nur ein Level 25er haben. Moment mal. Mogel. Warm Heart. Gold. Ich guck mal hier. Mach jetzt was anderes. Mach mal Radio. So. Okay, es ist Level 20 wird. Ist Level 20? Ja. Glaubst du nicht, dass wir hier Lingshi vorne haben können? Ja, doch. Ja. Doch. Schigikanne. Ja, aber Wirt, warum hast du denn jetzt. Warum hast du denn jetzt das Wasser-Pokémon vorne? Weil ich dumm bin. Wie trocken kam das denn? Ja, weil ich dumm bin. Ah, ich bin so dumm. Wirt! Komm, ich mach ein bisschen Aua. Mit Blubstrahl. Glaubst du, es killt es? Ich weiß es nicht. Komm, es. Er ist Level 20. Ich hab eher die Sorge, dass halt danach Seemonster gekillt wird. Ich glaub nicht, Seemonster hält es aus. Sollen wir Blubstrahl machen? It's on you. What the fuck? Ist nicht effektiv, siehst du? Moment, ist Fußkick effektiv gegen Käfer? Das ist ein Kampf-Pokémon, das ist eine Kampfattacke. So, wo ist hier Kampf? Kampf. Zweifach gegen Normal, zweifach gegen Gestein, zweifach gegen Eis, zweifach. Unlicht und Stahl. So, was ist Käfer? Wo ist Käfer? Käfer. Das ist okay. Schwach. Das war nur die Hälfte. Wir hätten eine Kampfattacke, wenn wir den jetzt haben. Mhm. Was ist das? Das ist Trashflegel. Okay. Trugschlag? Ja. Fuck. 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 Er ist eine normale Attacke, was erwarten wir? Okay, dann Gesang. Ah, diese Scheißattacke, die nervt mich so sehr. Ey, wenn er jetzt Gesang einsetzt und das direkt. Nein, Gesang. Gesang. Vielleicht funktioniert es ja nicht, weil es ein Gestein ist. Nein, Quatsch. Oh mein Gott! Schnell Krokei rein! Krokei, normal? Gegen Kampf? Aber es ist ein Flug-Pokémon. Es ist aber trotzdem ein Kampf-Pokémon. Ja, dann Dracarys ist die einzige. Ist die Safe-Variante. Ja. Ja, Dracarys und dann geben wir Lingshi einen Supertrank. Also tanken. Oder wir machen halt einen Superball. Wir tanken erstmal, ne? Das heißt, es macht jetzt eine Gesteinsattacke, das nicht. Trashflegel. Björn, ich will das nicht mehr! Ich töte es jetzt, okay? Nein, warte! Heilen? Wir, das könnte ein richtig starkes Pokémon für uns werden. Ich will's nicht haben!
Ich will's nicht haben! Ein Pokémon, das unseren Freunden so viel Schmerz bereitet, ist nicht im Team willkommen! Warte mal. Kurz mal Luft holen. Kurz mal Luft. War das gerade ein Volltreffer? Ja, es war ein Volltreffer. Okay, dann ist das nicht der normale Schaden. Gib Dracarys einen Supertrank. So. Und dann wirfst du auf gut Glück mal einen Superball. Okay. Superball. Einfach mal schauen und ein B natürlich. Moment, was mit Mond? Ach nee, Mondball ist Quatsch. Mondball ist Quatsch. Fuck! Fuck! Nochmal unten B. Das macht mich gerade sehr nervös, Mann. Wie es auch wieder rauskommt. Okay. Ey, wenn sie jetzt noch mal so ein Ich hab echt Schiss von Volltreffer. Ich töte es, Mann. Nein! 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 So, warte mal. Supertrank. Supertrank. Ja. Wir brauchen dieses Pokémon, es wird uns extrem helfen. Ich gebe jetzt Lingxi auch einen Supertrank. Und dann wechseln wir es rein. Nee. Nee, mach's nicht. Wir probieren es jetzt mit Dracarys. Die Attacke macht so viel Schaden. Ja, Dreschpflege macht richtig viel. Komm, wieder Superball. Oh fuck, sorry. 3. Wir könnten natürlich auch Togetic Gena rein. Dann riskieren wir halt einen Fußkick. Fuck! Hey, Mann. Okay, noch ein Superball. Glaubst du, der würde vielleicht einen Ruckzuck-Creep aushalten? Das weiß ich nicht, vielleicht. Ich würde das mal ausprobieren, das ist Gestein und das ist eine Normalattacke. Ob sie gut ist gegen Gestein? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Was sagt Chat? Locker, ja, hält er aus, ja. Dann mach ich mal Ruckzuck-Hieb. Ja, dann probier's. Ja, pff, okay. Ja, ich muss immer wieder einen Supertrank benutzen. Alter, Mann, das ist einfach zu heavy. Ja. Dass es halt kurz vor Ende noch mal so eine Scheiße geben muss. Ja, das Spiel ist einfach. Ist oh, fuck off, Alter. Ja, ich würde halt noch einen Superball benutzen. Mir ist das mit Togetic zu gefährlich. Und ein B. Ey, wir haben den bald. Der soll Gesang einsetzen. Ja, ist egal, ist nicht schlimm, wir greifen eh nicht an. Okay. Fuck, noch ein Superball. Warte mal, was machst du? Ich würde Lingxi heilen und Lingxi einpacken. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob Lingxi es schafft. Ich weiß nicht, ob Lingxi es schafft. Lingxi soll einmal noch hier seinen Trugschlag machen. Nein, er soll Gesang einsetzen. Lingxi soll Gesang einsetzen. Alter, das nicht bei. Der hat gerade Steinwurf eingesetzt. Ja, ich weiß. Alter, fucking Lingxi, Mann. Okay. Ist nicht Erfolg? Ja, komm, okay. Weiter Gesangs. Gesangs. Nee, Gesangsbam. Trugschlag macht keinen Schaden. Aber Trugschlag.
Jetzt macht er Gesang. Das ist Trugschlag. Trugschlag macht keinen Schaden, aber es macht dann immer bisschen weniger. Aber dann nutzt wenigstens einen Aufwecker. Ja, stimmt, davon haben wir einige. Wird. Fuck. Hab ich gesagt, dass Link schießt, bis du Pokémon rennst? Ich hab's dir gesagt! Ja, wolltest du jetzt über Dracarys sterben lassen? Willst du lieber Dracarys sterben sehen? Das Ding hat fucking Steinwurf. Es ist effektiv gegen Lingxi, Dracarys. Und es ist effektiv mit seinem Fußkick gegen Gunnar, Krokei. Und die sind zu schwach. Ich töte das fucking Vieh. Probier es mit Krokei, Gena. Ein Fußkick wird es aushalten. Fuck, nein! What the fuck, Alter? Okay. Super Trank. Krokei? Ja. Warum? Es ist Flug, deswegen ist es wahrscheinlich erfolgreich, effektiv. Okay, komm, Superball. Aber trotzdem, es ist auch normal, deswegen habe ich... Ja, es ist nicht schlimm. Ja, passiert. Ich hab's auch gedacht. Was soll ich sagen? A soul for a soul. Du mochtest Lingxi sowieso nicht. Das ist okay. Lingxi hat halt Potenzial, uns zumindest durch den nächsten Orden noch mal gut zu carryen, ey. Jetzt hat Lingxi plötzlich Swag. Du mochtest Lingxi nie. Lingxi war mein Freund. Lingxi war ein guter. Das aber jetzt haben wir Mogelbaum. Bis zu den letzten 5 Minuten hat es sie richtig rund angefühlt. Das war viel zu einfach. Aber liebe Freunde, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen dem Vieh hier noch einen Namen geben. Mogelbaum. So, was ist der Name für Deku? Deku? Für Deku Tree. Ja, aber ich werde gerne lieber einen Kollegen oder jemanden aus unserer Umgebung. The Real Lichy. The Real Lichy. Okay, der ist aber zu gut. Andi, Lingxi 3. Als wäre nichts passiert, nennen wir es Ding Lingxi 2. Das hat sich weiterentwickelt. Hey, das kurz machen wir. Was? Nein. Wir nennen es Lingxi 2. Komm. Als wäre nichts passiert. Ja, wir nennen es Lingxi 2. Wenn Andreas fragt, sagen wir, hat sich weiterentwickelt. Lingxi 2. Entschuldigung. Hast du richtig geschrieben? Ja. Ja. Ah, warte, die 2 noch. Okay. Lingxi 2. Kiss in der Box und wartet auf uns. Und damit haben wir auch das Ende dieser Folge erreicht. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr dabei wart, ein weiteres Mal in dieser dann doch sehr fulminanten Ausgabe von Pokémon Nuzlocke. Nächste Folge ist dann wieder nächste Woche. Ich glaube, wir haben nächste Woche Mittwoch, genau. Aber ich glaube, da werden wir wieder die ganzen 3 Stunden haben. Heute war ein bisschen kürzer, aber trotzdem waren wir nicht unerfolgreich, muss ich sagen. Und am Ende gab es doch ein bisschen Drama. Ja. Wenn ihr Artwork habt oder wenn ihr Meinungen habt, dann schreibt sie uns natürlich super gerne. Weißt du, wer gerade anruft? Oh,
fucking Annette, Alter. Ich speichere, das müssen wir uns nicht anschauen. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Wir gucken uns das nächste Mal an, was Annette sagt. So, wir hören uns das nächste Woche wieder. Hashtag Diamond Mon, Füße Boys. Ihr könnt im Forum dabei sein und mitdiskutieren. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und viel Spaß mit dem restlichen Programm hier auf Rocket Beans TV. Erzählt euren Freunden davon.